Ja, huhu, hier wieder beim Quadi und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel mit dem Arcana-Kartensystem und heute mit dabei unsere Engelsschar, angeführt von Cetariel, gespielt von Feder. Die wieder ein Standbild hat. Verdammt. Nee, doch nicht. Puh. Hoffe nicht. Nee. Hallo. Gut. Du ruckelst nur ein bisschen. Aber das ist besser als ein Standbild oder gar nicht. Ja, wir haben ein paar technische Schwierigkeiten, deswegen auch die Verzögerung, aber wir versuchen, das Beste draus zu machen. Wir haben außerdem noch dabei die Raphaelitin Lyriel, gespielt von Lokis Weib. Abend. Und um die weibliche Riege zu vervollständigen, haben wir noch Liberiel, die Ramielitin, gespielt von Yamera. Schönen guten Abend. Damit kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Der D-Rex spielt uns den Gabrieliten und Todesengel Daniel. Hallo. Und last but not least haben wir noch einen Urieliten, den Meister der Lüfte und der Unsichtbarkeit. Hotney spielt Inariel. Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht ist dieses heute das Finale dieser Runde. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und ja, wir sind alle schon ganz gespannt, wie es weitergehen kann. Denn eine kurze Erläuterung: Wir spielen in einer, ja, Otni hat es eben schon im Vorgespräch gesagt, dystopischen Zukunft. Das heißt, wir spielen in einem ja, wirklich ein zukünftiges Szenario. Wir spielen in der, ich zeige euch mal eben die Karte, in einem Europa des Jahres 2654. Und ja, wie ihr es auf der Karte seht, Europa sieht ein bisschen anders aus. Inzwischen solltet ihr aber auch ein bisschen was über die Welt wissen, wenn ihr die Runde hier verfolgt habt. 17 Folgen sind wir ja jetzt schon dabei. Ja, die Menschheit ist heimgesucht von ein paar Plagen. Das heißt, es sind Fegefeuer, riesige Flammen sollen, die über das Land schießen, alles verderben und verbrannte Erde hinterlassen, wo nichts leben kann und auch nichts Lebendes wieder herauskommt, wenn es da einmal hineinläuft. Außerdem brechen aus diesem sogenannten Brandland Traumsaatkreaturen des Herrn der Fliegen hervor, riesige insektoide Monstren, die die Menschheit angreifen. Dann hat es natürlich aufgrund dieser Flammensäulen einen Anstieg der Meeresspiegel gegeben. Das heißt, in Europa ist es auch ein subtropisches Klima. Und ja, die Meeresspiegel sind angestiegen. Das heißt, es gibt ganz viel Wasser. Jetzt da, wo heute noch Land ist, es ist immer wieder komisch, Leipzig als Küstenstadt zu sehen, zum Beispiel. Und ja. Außerdem gab es die Menschheit betreffende Krankheit, die in mehreren Wellen öfters ausgebrochen ist, in regelmäßigen Abständen, dreimal hintereinander. Und die jeweils alle Menschen über 14 Jahre ausgerottet hat. Das heißt, sie sind alle gestorben. Und ja, was mit einer Gesellschaft passiert, die dreimal hintereinander ihre Erwachsenen verliert, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Es hat sich zum Schutze der Menschheit eine kirchliche Organisation, Gruppierung gebildet, die sogenannte Angelitische Kirche, die hat nicht mehr viel mit der reellen heutigen Kirche zu tun. Aber sie hat einen Vorteil, denn sie hat einen Papst, den sogenannten Papst Petrus Sekundus, und der ist schon seit über hunderten von Jahren am Leben und nicht nur das, sondern auch seit über hunderten von Jahren 14 und altert nicht mehr. Außerdem hat die Kirche einen weiteren Vorteil. Im Kampf gegen die Traumsaatkreaturen hat sie Zugriff auf die Engel des Herrn und solche spielen meine Spielerinnen und Spieler heute. Frisch vom Himmel gestiegen und in die Welt geworfen, um die Menschheit zu retten. Ja, das ungefähr jetzt grob das Setting. Kleiner Disclaimer vorneweg, dieses Setting ist wirklich dystopisch und es hat einige Aspekte, die heute wahrscheinlich auch noch stärker zu tragen kommen, als es beim letzten Mal schon angeteasert wurde. Die könnten einige Menschen verstören und wir könnten auch heute ein paar Szenen haben, die vielleicht Leute triggern könnten.
wenn ihr hier was seht, was euch triggert und was euch nicht gut tut, achtet bitte auf euch, schaltet ab, guckt was anderes. Nehmen wir euch nicht krumm. Gibt genug schöne andere Streams da draußen. Und euer Seelen- und Leibeswohl ist uns, an dem ist uns gelegen, deswegen bitte nicht nur, zwingt euch nicht, das hier zu gucken, obwohl ihr es nicht mögt. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, falls euch irgendwas triggert und irgendwas scheiße findet, was wir hier machen, also auch an der Thematik, die wir hier bespielen und bearbeiten, haltet die Sachen, die hier vorkommen, bitte nicht gegen die Spielerinnen und Spieler vor, sondern gegen die Charaktere. Hasst gerne einen Charakter, aber nicht einen Spieler oder Spielerin. Denn wir spielen hier ein Rollenspiel, das heißt, die Spielerinnen und Spieler hier verkörpern Rollen und spielen nicht sich selber. Das sollte klar sein. Gut, soweit, so gut. Beim letzten Mal haben wir ganz viele Dinge erlebt und das ist inzwischen ja auch schon ein bisschen her, weil wir zweimal aussetzen mussten. Das heißt, wir rufen uns ein bisschen nochmal in den Kopf, was beim letzten Mal passiert ist. Die Engelschar ist in Brüllheim, einem kleinen Dörfchen in Raguels Land. Das ist der Punkt, an den die angelitische Kirche sie hingeschickt hat. Dieses Dorf ist um einen großen vorsintflutlichen Gebäudekomplex errichtet, in dem unsere Engel merkwürdige Zeichen gefunden haben. Engelskreuze, sowas wie ihr unten rechts halt im Bild auch sehen könnt. Allerdings ohne Kopf, merkwürdigerweise. Außerdem haben die Engel festgestellt, dass die Dorfbewohner nicht Teil der angelitischen Kirche sind und auch irgendwie nicht an Gott zu glauben scheinen. Das ist umso komischer, weil sie auch herausgefunden haben, dass es hier einen Engel gibt, zumindest einen. Und der ist ein merkwürdiger Engel, denn der ist sehr alt für einen Engel. Denn die Engel, die ihr hier seht, sind alle so im Anfang ihrer Teen-Jahre. Und dafür sind sie auch schon ein bisschen alt für Engel. Aber dieser Engel, den sie da treffen, der ist noch älter. Der ist vielleicht schon Anfang 20. Ende seiner Teenjahre. Man weiß es nicht so richtig. Hat ihn noch keiner gefragt, wie alt er ist, und ich glaube, er weiß es auch gar nicht. Dieser Engel hatte ganz merkwürdige Vorstellungen, hatte, glaube ich, auch noch nie vorher andere Engel so wie euch gesehen als Charaktere. Und beim letzten Mal gab es auch ein paar interessante Gespräche mit ihm. Muss gerade mal schauen, wie hieß er noch? Sverre hieß er. Und Sverre hat beigebracht bekommen, wie man sich als richtiger Engel denn zu verhalten hat. Liberiel hat ihn hat ihn unter die Flügel genommen und hat ihn mal ordentlich die Leviten gelesen und mal die Gebote beigebracht. Und dann gab es ein bisschen Diskussionsstoff, weil er nicht richtig den Sinn von einigen Geboten nicht verstanden hat. Und besonders hart getroffen hat ihn, dass Liberiel ihm verboten hat, irgendwie eine engere Beziehung zu einem Menschen zu führen. Das hat ihn sehr mitgenommen und man hat später auch beobachten können, wie er auf eine weibliches Menschlein eingeredet hat und die ihm dann eine Ohrfeige gegeben hat und er dann ein bisschen missmutig abgetrottet ist. Also, Liberiel, die Beziehungstöterin. In dem Fall. Aber dennoch scheint sich Sverre ganz gut zu tun, zumindest anpassen zu wollen an das, was ihr ihm beibringt, was man als Engel macht. Ihr hattet vorher über ihn auch noch herausgefunden, dass, das hatte Lyriel herausgefunden, dass es ihm eigentlich gar nicht so richtig gut geht, sondern er mit im Inneren von Geschwüren und einer merkwürdig schnell vorantreitenden Krankheit befallen ist. Und davon kann man allerdings im Äußeren gar nicht so viel erkennen. Das, was euch auch sehr stark getriggert hat als Engel, ist, dass er behauptet, dass er Eltern hat. Und das ist jetzt für einen Engel total komisch, weil die Engel werden ja aus dem Himmel direkt auf die Erde gesetzt von Gott dem Herrn und werden nicht von irgendwelchen Eltern geboren. Aber Sverre behauptet das und ihr habt auch seine
Eltern in Anführungsstrichen gesehen. Zwei Engel, die noch älter sind als er und die ihre Flügel verloren haben und in eine Maschine angeschlossen im Kellergeschoss in dem Gebäudekomplex liegen. Und was auch immer diese Maschine mit den komischen Engeln dort macht. Man hat euch gesagt, die Maschine hilft den Menschen. Und das habt ihr natürlich weiter untersuchen wollen. Und Cetariel hat beim letzten Mal Antworten bekommen, was diese Maschine angeht. Sie hat sich unterhalten mit einer älteren Frau, die zum Dorf gehört, die nicht die Dorfälteste oder Anführerin des Dorfes sein möchte und ist, sondern die einfach viel weiß und ja, von daher über Cetariel, sich mit Cetariel unterhalten hat. Und es gab auch ein kurzes Zwiegespräch über Anführertum, und wo die gute alte Dame Cetariel ein bisschen durchschaut zu haben scheint, was ihre inneren Konflikte angeht. Ja, und dann hat diese ältere Frau sich geoutet, dass sie einmal dem Raguels-Orden angehört hat und eine Maschine, nämlich die Maschine, die sich jetzt unten unter der Stadt, unter dem Dorf befindet, dass sie die mal gewartet hat, noch genau weiß, was diese Maschine macht. Und dass die Maschine jetzt was anderes macht, als das, wofür sie ursprünglich gebaut wurde. Und danke schön fürs Koala-Kraulen oder Torte. Dann hat Cetariel Bilder gesehen. Sie wurden ihr gezeigt auf merkwürdigen Bilderrahmen, in dem sich bewegte Bilder abgespielt hatten. Bilder von vor der Sintflut, Bilder aus dem alten, aus der alten Zeit und Zeitraffer-Bilder von merkwürdig gekleideten Menschen, die dann irgendwann angefangen haben festzuhalten in Bild und Ton, wofür diese Maschine da ist. Und du hast, also Cetariel hat gesehen, wie die Maschine Engel herstellt aus Menschen. Und hat natürlich das Ganze erst einmal angezweifelt. Oder irgendwas in ihr hat ihr vielleicht doch gesagt, dass es wahr ist, was sie dort gesehen hat. Aber erst der Satz der alten Frau, dass sie diese Maschine wirklich das hat tun sehen, was sie, was dort zu sehen war, dass sie Zeitzeuge und wirklich aktiv auch weiß, wie das funktioniert, das hat sie ein bisschen überzeugt, denke ich. Wer weiß. Außerdem die offiziellen Symbole auf der Maschine, die Symbole der aktuellen Engelsorden darstellen. Das heißt, diese Maschine hat irgendetwas wirklich mit der angelitischen Kirche zu tun. Und die Frau behauptet wirklich, die Frau heißt übrigens Emily, behauptet, dass in jedem der großen Himmel auf der Welt verteilt eine dieser Maschinen steht und Engel herstellen kann. So, währenddessen hat Liberiel das Ganze nicht wirklich mitbekommen. Keiner von euch hat das mitbekommen, denn Cetariel hatte den Gedankenkanal geschlossen und ihr habt nicht mitbekommen, was Cetariel unter dem Dorf halt entdeckt hat und was ihr gezeigt wurde. Aber Liberiel hatte von sich aus Informationen gesucht über diese Maschine und generell das Dorf hier und hat von dem Ramiels-Orden ist auf Interesse gestoßen in der großen Halle hinter dem Horizont und hat einen ganz klaren Auftrag bekommen. Nämlich der Ramiels-Orden möchte von Liberiel, dass alles, nenn es mal Objectives, ja, die ihr da bekommen habt von der Kirche, alle Aufgaben hinten anstehen und das allerhöchste Gut ist es, diese Maschine zu bergen und für den Ramiels-Orden zu annektieren. Alles andere muss hinten anstehen.
sogar der Schutz der Menschen. Merkwürdig, merkwürdig. Aber für die Beryl ist es natürlich eine Sache von, ja, Loyalität vielleicht, könnte man es nennen. Dennoch ist sie auch loyal zu Cetariel, was einen sehr merkwürdigen Gewissenskonflikt in sich trägt. Diesen Gewissenskonflikt haben Daniel und Inariel gerade gar nicht. Die haben sich beim letzten Mal trotzdem ein bisschen unterhalten, weil Daniel nicht wirklich verstehen konnte, warum Cetariel das Dorf nicht schon längst dem Erdboden gleichgemacht hat. Denn so wie sich die Menschen hier verhalten, das ist genau das, was einen Ketzer ausmacht. Und die hat Daniel gelernt zu töten. Und Inariel und Lyriel haben ihn beide ja ein bisschen versucht zu beruhigen. Inariel auch ein bisschen mit Beschäftigungstherapie und Lyriel eher mit Worten und Taten. Lyriel hat sich erzählen lassen von Daniel, wie seine Ausbildung vonstatten geht und was er so früher, also erst einmal versucht zu ergründen, wo Daniel überhaupt herkommt. Das war bis jetzt noch nie wirklich Thema in der kurzen Zeit, in der ihr eine Schar seid. Und sie hat gruselige und grausame Beschreibungen von Daniel bekommen. Etwas, was sie sehr mitgenommen hat. Und wo ihr großes Bedauern Daniel gegenüber zum Ausdruck gekommen ist, dass sie ihn einfach mal in den Arm genommen hat. Deswegen. Ja, und Inariel versucht wie immer die Schar ein bisschen zusammenzuhalten und aufzumuntern und an allem was Positives zu sehen. Und gemeinsam habt ihr einen Gottesdienst organisiert. Und Inariels Stimme ist ganz laut und sagt, hey, wenn die jetzt hier alle kommen und wir denen das beibringen, wie es richtig geht, dann ist doch alles gut. Und die Hoffnung schimmert immer wieder durch, wenn Inariel handelt. Und wir werden sehen, ob das heute trägt oder nicht trägt. Denn ihr habt die Dorfbewohner eingeladen zu einem großen Gottesdienst, denn sie feiern ja sonst keinen Gottesdienst mehr. Und innerlich kommt so hoch, jeder, der nicht zum Gottesdienst kommt, ist ein Ketzer. Und der Rest kann noch gerettet werden. Mal schauen. Genau, und wir können mal ganz kurz, die Hauptverantwortlichen für diesen Gottesdienst waren Liberiel und Cetariel. Wir steigen aber noch nicht mit dem Gottesdienst ein in die Session heute, sondern wir steigen kurz ein, bevor der Gottesdienst stattfindet. Die ersten Menschen versammeln sich schon in dem von euch schön geschmückten Raum des vorsintflutlichen Gebäudes, ein großer Versammlungsraum, wo ihr das kopflose Engelskreuz auch wieder vervollständigt habt mit einem schönen Kopf. Wo ihr übrigens von Sphera auch noch festgestellt habt, ist Sphera meinte, das ist gar kein Engelskreuz, das ist ein Warnzeichen. Und das konntet ihr aber alles nicht glauben, das ist ja verrückt. die ersten Menschen versammeln sich dort. Nur Cetariel lässt auf sich warten und kommt nicht. Und so ein bisschen macht sich vielleicht bei Lyriel, Liberiel, Inariel und Daniel Unruhe breit. Denn nicht nur, dass Cetariel nicht auftaucht, sondern ja, sie hat euch auch aus dem Gedankenkanal ausgeschlossen. So steht ihr denn in einer Art improvisierter Sakristei, beobachtet, wie die Menschen im großen Raum Platz nehmen, sich unterhalten. Ja, es scheint auch ein gut besuchter Gottesdienst zu sein. Es scheinen mehr zu kommen, als ihr gedacht hattet. Und das freut vielleicht Inariel besonders. Aber wie gesagt, es Cetariel fehlt. Und die ist ja nun als Michaelitin die gleißende Gestalt, die heute die Menschen überzeugen soll. Und jetzt fehlt sie. Und da steigen wir ein. Ihr steht in dieser halbwegs improvisierten Sakristei, beobachtet vielleicht hinter einem kleinen Vorhang oder hinter einer Tür, wie die Menschen sich versammeln und wartet auf Cetariel. Sagt mal, spürt einer von euch Cetariel noch? Bei mir ist sie schon seit einer Weile weg. Ja, ich merke auch nichts mehr von ihr. Meint ihr, sie haben ihr was angetan? Ich meine, wir haben doch...
festgehalten bei unserem Kotflug, dass sie, naja, dass das Dorf nicht sicher genug ist und keiner von uns alleine unterwegs sein soll. Ich und jetzt ist sie schon so lange weg, nicht alleine. Daniel, flieg mit ihm. Okay. Oder, ich meine, vielleicht haben sie irgendwie überlistet und uns niedergeschlagen. Was? Und reißt ihnen auch die Flügel raus. Dann hätten wir das gespürt. Aber nicht, wenn sie sie niedergeschlagen haben. Doch, ganz sicher. Ich hätte zumindest den Schmerz gespürt. Vielleicht. Alles gut. Oder meinte sie, ist wieder weggelaufen. Wir gehen sie suchen. Lyriel, wir machen einen Rundflug ums Dorf. Vielleicht sehen wir sie. Dann laufen wir durch die Straßen. Komm, wir müssen uns auch beeilen. Die Leute sind schon da. Es sind schon ziemlich viele. Seht ihr? Ja. Die freuen sich drauf, dass wir einen Gottesdienst machen. Wenn wir abheben, sehe ich denn erfreute Gesichter oder eher so, ich habe eigentlich Besseres zu tun, Gesichter? Ja, sowohl als auch irgendwie, du siehst vermehrt interessierte Gesichter irgendwie so, weil das, ja, was ist denn das jetzt so? Also, ja, es hat in dem Sinne freudige Gesichter, als dass halt, dass eine Versammlung ist, ne? Und man hier irgendwie sich trifft und unterhält gerade. Also von daher ist es da schon relativ aufgeweichte Stimmung, ja. Aber ihr müsst gar nicht groß weit ausfliegen oder suchen, denn sobald ihr das Gebäude auf dem Flugwege nach oben hin verlasst, könnt ihr kurz ein paar Straßen weiter hinter einem Haus mit Emilia sehen, die alte Frau mit der Glatze, und vor ihr läuft mit starrem und schnellem Schritt Zitariel auf das vorsintflutige Gebäude zu. Ja, sehr gut. Da ist sie. Komm, Daniel. Es ist doch alles... Ich flieg mal hoch. Du gehst auf sie zu, Daniel. Ich hol die anderen. Okay. Ich flieg mal zu den anderen beiden. Wink denen so zu. Ja, dann komme ich runter zu dir und komme dabei so ein bisschen ins Trudeln. Gerade wenn ich so auf Hausdachhöhe gerate, mit den großen Flügeln zirkeln, dass ich nicht gegen die Regenrinne schlage. Oder die Hauskanten. Sie ist da, es ist sicherlich alles in Ordnung. Sie ist bei Emily. Ja, dann. Ja, aber auch gesagt, das ist alles in Ordnung. Gut. Dann würde ich auch mal Zitariel entgegenfliegen. Ja. Hallo Zitariel. Es sind schon Leute da, es geht bald los. Wir haben dich gesucht. Ich hatte doch gesagt, dass ich noch mit Emily spreche. Hey. Emily verneigt sich kurz vor Inare. Guten Abend. Guten Abend. Ja, aber wir haben dich nicht mehr gespürt. Das hat uns dann doch ein bisschen Sorgen gemacht. Ja. Ich bin ja jetzt da. Sie dreht sich nochmal zu Emily um. Ich sehe dich dann gleich bei der Versammlung. Inaria sieht so einen leicht mitleidigen und vielleicht so einen bedeutungsschweren Blick von Emily auf, als Zitariel sich zu ihr umdreht. Ja, ich gucke sie so ähnlich an. Vor allem mit so einem Blick, kratz alles zusammen, was du an Leuten noch findest und karr sie in das Gebäude. Weil ich ihr gesagt hatte, schaff alles, was zwei Beine hat, in dieses Haus. Von mir ist auch Hühner, ist mir egal, aber... Alles, was bei meiner Art ist, in diesem Raum. Sonst habe ich eine schlechte Grundlage für Verhandlungen. Ja. Ich drehe mich dann um. Wir werden etwas später anfangen. Es werden anscheinend noch ein paar Leute kommen, wurde mir gesagt. Dementsprechend sollten wir warten, dass alle da sind. Ja, das stimmt, das sollten wir. Je mehr es hören, desto besser. Das ist definitiv richtig. Dann sollten wir zurückkehren. Bleibt man direkt neben Zitariel, Gisa neben mir. Ist alles in Ordnung?
Vielleicht. Du weißt, dass du dich auf uns verlassen kannst, oder? Wir sind jetzt über das Meer geflogen. Es ist zusammen. Oder machst du dir noch Sorgen? Du kannst das. Du hast recht, wir sind zusammen hier. Zitarie, lässt du uns wieder rein? Ja. Das ist schön. Irgendwie fehlt was sonst. Man fühlt sich allein. Mhm. So kurzem hatte ich den Eindruck, jeder von euch wäre lieber alleine. Mit seinem Kopf. Und ich guck mal so zu Lyriel rüber. Noch den unschuldigsten Blick hinzubekommen, den ich drauf habe. Die größten Hundeaugen ganzen skandinavischen Kontinents. Ich? Nein. Niemals. Ich fühle mich so doch schon sehr wohl. Dann zusammen, ja, zu Liberia rüber. Die guckt schon schuldbewusst zu Boden und kickt so ein Steinchen vor sich her. Ich gehe mal zwischen euch und breite so meine Flügel aus, damit man damit man auch mehrere Leute als nur zwei haben kann. Kommt. Kommst du mit Liberiels großen Flügeln ins Gehirn? Ja, das geht schon. Meinst du nicht, dass ich den Platz lieber einnehmen sollte? Aber wenn du das mal gerne machen möchtest. Meine sind größer. Mhm. Und dann spanne ich mal so ein bisschen die Flügel auf und guck mal, wie viele von meiner Schar ich da eigentlich drunter kriege. Siehst du, dafür sind sie du gemacht. Du bist gemutet, Koali. Kriegst du, glaube ich, alle drunter. Juhu! Und du hast vergessen ja nicht, dass sie zu groß sind. Die sind wahnsinnig schwer. Ja. So ein bisschen zu Zitari darüber. Es tut mir ja auch leid, aber das ist meine Pflicht. Nee, zu erzählen, dass deine Flügel schwer sind. Nein. Bericht zu machen. Mhm. Was hast du denn berichtet? Neben den Dingen, die ich dir aufgetragen habe. Guck so ein bisschen verunsichert in der Schar umher und bin da tief ein. Ich habe auch bei meinem Orden Bericht erstattet. Wir sollen alle Artefakte, die wir hier finden, sicherstellen und zu meinem Orden überführen, beziehungsweise werden sie abgeholt. Davon war auszugehen, ja. Und es wird weitere Befehle geben. Ich muss heute Abend war es, ne? Auf jeden Fall mich in der Halle des Lichts melden, dann werde ich weitere Aufträge erhalten. Das geht ja jetzt doch ganz schnell. Die Befehle aus Roma Eterna werden dann auch eintreffen, wenn sie entschieden haben. Wenn sie was entschieden haben? Wie wir hier vorgehen sollen. Ich habe Bericht gemacht, was wir hier gefunden haben. Das, was Zitarion mir aufgetragen hat. Gut. Und darum gebeten, dass eine ältere Schar noch herkommt, um uns zu unterstützen. Mein Blick liegt so ein bisschen auf Zitariel dabei. Wir sind doch gerade erst angekommen. Das ist richtig. Na gut. Ich bin mir sicher, man kann Liberias Aktion als vorauseilenden Gehorsam interpretieren. Ich weiß nicht, ob das nötig ist.
Um sich über die Notwendigkeit zu streiten, ist es zu spät. Das stimmt wohl. Wie wär's, wenn wir uns gar nicht streiten, sondern jetzt einfach, naja, die Predigt halten? Die Menschen werden sich so freuen. Hm. Bleibt abzuwarten. Traumsaat erlegt. Warum sollten Sie nicht? Es ist so lange her für Sie. Es wäre mir lieber, wenn Sie nachdenken würden, statt sich einfach zu freuen. Es ist doch nur 10 Jahre her. Was? Die Menschen hier, hier sind so viele Erwachsene. Sie müssen sich doch an ihre letzte Predigt erinnern. Ja, naja, sicherlich. Ich stelle mir das vor, dass es den Menschen so geht wie... Das ist, als würde man aufhören zu atmen oder was zu trinken oder aufhören zu essen. Ja. Dann, also der Körper stirbt doch dann, wenn man nicht mehr isst und trinkt, oder, Lyriel? Durchaus, ja. Und es ist eine Predigt und Gebete nicht Nahrung für die Seele? Ja, scheinbar haben sie, um in deinem Bild zu bleiben, vielleicht hatten sie jetzt nur noch Getreidebrei für ihre Seele. Dadurch, dass sie versucht haben, sich gegenseitig zu helfen. Und die richtige Nahrung hat ihnen gefehlt. Und an die müssen sie sich jetzt erstmal wieder gewöhnen. Wenn man ganz lange nur Sachen isst, die nicht wirklich nahrhaft sind, und dann wieder etwas isst, was dem Körper wirklich viel gibt, kann der Körper erst gar nicht damit umgehen. Er muss sich erst langsam wieder daran gewöhnen. Oh, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir müssen eine ganz kurze Predigt halten? Das heißt, wir müssen behutsam vorgehen und nicht versuchen, ihnen alle Vorgaben der Kirche sofort einzuhämmern, sondern wir müssen langfristig vorgehen, nach und nach. Das wird schon. Und du meinst, das funktioniert? Das ist wie mit deinem Flugtraining. Ja, ich bin fest davon überzeugt. Du bist auch nicht direkt übers Meer geflogen. Zum Glück, ich wäre bestimmt abgestürzt. Und nasse Flügel sind noch schwerer, wusstet ihr das? Wie steht es denn um deinen Glaubensmuskel in deine Flugkünste? Ich kann jetzt viel besser fliegen. Und mein Glaubensmuskel muss nicht trainiert werden. Deine Flugkünste schon. Ja, du hast ja recht. Aber du hast es ja bisschen... Bin ich wenigstens besser geworden? Ja, bist du sehr viel besser. Natürlich, sonst hättest du es nicht bis hierhin geschafft. Das war eine schwere Reise und du hast sie gemeistert. Wir haben sie alle gemeistert. Meint ihr, sie sind jetzt alle da? Ich gucke mich mal so um. Ja, es sind noch ein paar Leute aus ihren Häusern gekommen, während ihr da auf der Straße gesprochen habt, ja. Ich würde warten, bis ich halt Emily sehe, von der ich vermute, dass sie irgendwie als Letztes kommt. Ja, steht dann mit so zwei weiteren Gestalten, die halt auch annähernd gleiche Kleidung tragen wie sie, diese langen Togas und halt auch geschorene Haare haben, steht sie dann da. Also die hattet ihr beim der Ankunft ja auch schon gesehen, die anderen. Ja, dann würde ich mich, sobald ich die halt sehe, zu den anderen umdrehen. Ich glaube, wir können jetzt anfangen. Ja. Möchtest du in Kommen sprechen oder soll ich für dich übersetzen und du bleibst im Latein? Ich denke, ich werde im Kommen sprechen. Dann wissen sie, dass du sie verstehst. Du hast ja bisher nur im Latein mit ihnen gesprochen. Ja, aber ich denke, dass es wichtig ist, dass sie wissen, dass ich sie verstehe. Na gut. Wenn du meinst.
Mal so eine Frage, spürt man eigentlich irgendwas über den Gedankenkanal von Citariels Gefühlen? Hat sie die im Zaum? Erstaunlicherweise ja. Und man spürt jede Menge weißes Rauschen. Okay. Du hast dein Gefühl also nicht ausgeschaltet, was du ja kannst, ne? Nein, ich habe sie nicht ausgeschaltet. Sie ist höchst konzentriert. Okay. Nicht wirklich angespannt, aber höchst konzentriert. Und es gibt halt dieses weiße Rauschen und man merkt, dass es dahinter arbeitet. Aber wie? Ich will jetzt nicht sagen, wie in einer Fabrik, aber ungefähr so. Ich weiß ja nicht, ob Zitare gerade Nerv dafür hat, aber während ihrer letzten Worte, also dass es halt, dass sie findet, dass es wichtig ist, dass die Leute wissen, dass sie sie versteht, spürst du auf jeden Fall eine große Welle der Zuneigung von Liriel, weil das hat ihren Nerv getroffen. Das, ja. Das ist wunderbar mehrdeutig, was sie gerade vor sich gegeben hat. Ja, dann betretet ihr gemeinsam wieder den Versammlungsort, den ihr fein hergerichtet hattet. Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr ja auch so Blumen und sowas zum Räuchern gesammelt gehabt. Und das heißt, es gibt auch sowas wie Weihrauch während der Zeremonie. Vielleicht beschreibt mal jeder von euch, wie er zu der Zeremonie beiträgt oder ob ihr das alles Citariel machen lasst oder. Und dann kann Zentaria ja nochmal beschreiben, was sie ungefähr den Leuten zu sagen hat und was ihre Hoffnungen sind, wie sie reagieren. Und dann beschreibe ich euch, was dann passiert. Tatsächlich. Okay. ich würde mich so ein bisschen um die Räucherschädchen kümmern. Und also ich meine, da ich ja jetzt auch sehe, dass sehr, sehr viele aus dem Dorf gekommen sind, fällt mir sowieso ein Hinkelstein vom Herzen und deswegen schüttel ich die Kräuter diesmal also doch dann noch ein bisschen trocken. Ich hatte die ja extra ein bisschen quasi nass gemacht, damit die ein bisschen mehr Qualm, dass man nicht ganz so sehr sieht, ob jetzt alle da sind oder nicht. Ich bin froh, dass ich doch nicht mehr so Tricks anwenden muss. Ja, und sie hören einfach zu, dass halt überall so ein bisschen duftet. Ja, ich versuche mich irgendwie nützlich zu machen. Ich würde gerne mit den Menschen reden und sie so ein bisschen ermutigen und ihnen gerne sagen, dass das jetzt schön wird, aber mein Kommen ist ja sehr gebrochen. Von daher gucke ich, ob ich irgendwo vielleicht jemandem helfen kann, der so ein bisschen jetzt nicht weiß, was er hier tun soll, würde ich so hätte. Eher mit Gesten sagen, dass man Platz nehmen soll. Und machst den Platzanweiser. Genau, wenn Lyriel noch irgendwie Hilfe braucht, dass ich hier da noch irgendwie zur Hand gehe oder so. Ich versuche da so ein bisschen, dass das so nebenbei läuft, dass sich die Beryl und Citariel da auf die Predigt konzentrieren können. Was macht Daniel? Daniel wird das machen, was er besonders gut kann. Er ist im Umgang mit Menschen durchaus nicht sehr geschult, auch bei Gottesdiensten nicht. Und dementsprechend wird er das tun, was er von Anfang an gelernt hat. So Vorzeigesoldat, gerade Haltung, imposant und dann irgendwie halt da mit seiner Optik den Worten von Citariel und Liberiel Nachdruck zu verleihen. Ja. Und wie teilen sich Citariel und Liberiel den Wortanteil auf? Ich würde Citariel reden lassen. Denn Liberiel kann vielleicht ein paar Lieder anstimmen oder sowas. Ja, genau. Sie würde vorher und hinterher, also vor der Predigt und nach der Predigt, die Gesänge anstimmen dafür. Aber ansonsten steht sie so schräg hinter Citariel. Sie ist erstaunlich ernst. Normalerweise so, gerade auch bei dem Fest in dem Fischerdorf, wo man sie gesehen hat, sie war interessiert an den Menschen, sie war neugierig auf die Speisen, auf die Getränke, sie wollte sich dazusetzen, was sie auch gemacht hatte, obwohl Citariel gesagt hatte, nein, mach das nicht.
Und hier hält sie sich, es ist das Kontrastprogramm, sie hält sich echt zurück. Irgendwas scheint ihr Bauchschmerzen zu machen, dass sie nicht so wie sonst versucht, Kontakt zu den Menschen aufzunehmen. Auch sind die Lieder, die sie anstimmt, relativ ernst und auch sie ist ernst. Und diese Ernsthaftigkeit von ihr spürt man auch durch den Gedankenkanal. Und ich taxiere die Menschen. Wir hatten ja zu Anfang, als wir in das Dorf gekommen sind, darüber gesprochen, dass wir das hier nicht als sicher empfinden. Und dieses Gefühl hat sich bei ihr auch noch nicht gelegt, auch wenn bisher nichts passiert ist. Aber jetzt war Zitariel weg. Dieser Engel hat von nichts und nichts eine Ahnung. Wir haben hier Menschen, die Engelblut in sich haben. Wir haben Engel ohne Flügel. Und ich habe den Propheten an. Ich achte darauf, auf die Ereignisse, die hier passieren können. Ich will vorbereitet sein. Ich will meine Schar schützen. Okay. Und als letztes Zitariel. Ja, Zitariel geht während der Andacht auf die Charismaschine. Bedeutet, sie wird bei den Chorälen vor der Andacht predigt nicht nur ihr göttliches Licht erstrahlen lassen, das sie ja von sich geben kann, sondern sie wird auch heftigen Gebrauch von der Stimme machen. Weitere Engelskraft, ja, die von ihrer Engelskraft, die schaltet sie quasi gar nicht mehr aus. Sie wird halt die Stimme nutzen, um besonders schön zu singen. Und danach wird sie nutzen am Anfang der Andacht, wo es halt darum geht, was sie und Liberiel geschrieben haben, halt die Lobpreisung des Herrn und wie gut die Kirche ist und wie gut die Engel sind und alles. Das wird sie nutzen, die Stimme, um das Ganze unglaublich interessant klingen zu lassen. Damit die Erwachsenen in der Runde nicht direkt so, oh ja, jetzt kommen die wieder mit ihrem ewigen Gerede und Gewäsch, ne, kennen wir alles, wollen wir alles nicht, ich schalte mal ab, sondern sie wird halt ihre Stimme nutzen, um die Leute bei Laune zu halten. Sie wird das ein bisschen wie eine Abenteuergeschichte erklären. Und nach ungefähr einem Drittel von dem, was Liberiel und sie geschrieben haben, merkt Liberiel plötzlich, warte mal, das steht nicht im Skript. Als sie plötzlich eine 180-Grad-Wendung macht. Ab einem bestimmten Ansatz. Und da wird sie dann auch tatsächlich, ich nehme an, dass halt die Kinder weiter vorne sitzen. Sie wird dann nach unten kommen, sie wird sich ein bisschen näher an die Leute ransetzen. Und ab da wird ihre Stimme nicht mehr so gebieterisch, so aufregend klingen, sondern eindrücklich. Und sie wird ihre Stimme so klingen lassen, als würde sie zu jeder einzelnen Person direkt sprechen, als würden sie sich in einem persönlichen Gespräch befinden. Als würden sie sich ziemlich gut kennen. Und sie wird ihrer Stimme einen gewissen Nachdruck verleihen, der nachklingt. Das ist so ein Gespräch, über das man später nachdenkt, wo man merkt, das ist wichtig, was gesagt wurde. Auch wenn man sich vielleicht nicht mehr unbedingt an den Wortlaut erinnern kann, aber das, was besprochen wurde, ist wichtig, dass das hängen bleibt. Und dann wird sie den Menschen erstmal überhaupt danken, dass sie einfach da sind, dass sie gekommen sind, jeder einzelne von ihnen, weil das nicht wirklich selbstverständlich ist, hier in diesem Dorf, woanders schon eher, aber hier nicht. Sie wird ihnen auch dafür danken, dass sie sich überhaupt die Zeit nehmen, ihnen zuzuhören, weil das wichtig ist, was sie ihnen zu sagen hat. Und sie wird jedem versichern, dass vor ihnen eine Entscheidung trifft, vor ihnen eine Wahl liegt, die sie werden treffen müssen. Also die Entscheidung, ob sie diese Wahl treffen wollen oder nicht, die wurde ihnen längst abgenommen. Diese Entscheidung haben sie vor Jahren getroffen. Das ist jetzt einfach nur die Konsequenz daraus. Sie wird sie daran erinnern, dass diese Entscheidung an der Gemeinschaft liegt, weil diese Gemeinschaft vor langer Zeit beschlossen hat, sie möchte keine Anführer haben, also muss jetzt jeder in der
Gemeinschaft und dabei guckt sie auch die Kinder an und sie guckt die Erwachsenen an und sie guckt die Alten an und sie guckt die Jungen an und sie guckt quasi fast einmal jeden im ganzen Raum an, wird von jedem Einzelnen getroffen. Und sie wird die Leute bitten, sich umzusehen, links und rechts und vorne und hinten, dass sie sich die Gesichter einprägen, damit sie, wenn sie diese Entscheidung treffen, die Gesichter der anderen vor Augen haben, weil diese Entscheidung, auch wenn sie von einzelnen Personen getroffen wird, wird die Gemeinschaft als solches betreffen, in ihrer Gesamtheit. Und dass sie davon nicht zurückweichen können, weil sie sind alle Anführer und sie haben diese Entscheidung jetzt mitzutragen, weil sie es damals so wollten und weil sie auch nach den Gesetzen dieser Welt spielen. Dann wird sie früher oder später darauf kommen, was für eine Entscheidung überhaupt. Also, sie redet jetzt die ganze Zeit von einer Wahl, von einer Entscheidung, aber worum geht es überhaupt? Und sie wird halt sagen, dass diese Entscheidung, diese Wahl darüber geht, um die Zukunft. Und vor allem die Zukunft, die diese Gemeinschaft hier erschaffen und verteidigen will. Eine Zukunft, an die sie glauben wollen. Und sie wird ihnen erzählen, dass vor vielen Jahren, als die Welt am Rand ihrer Existenz stand und als die Menschen kurz vorm Aussterben waren, dass als die Traumsaat über die Erde fiel und die Fegefeuer erschienen sind, dass die Menschen sich an Gott gewandt haben und um Hilfe gebeten haben, dass er die Traumsaat vernichtet oder ähnliches. Und Gott schickte ihnen die Engel. Und naja, sie sagt, das Erste, was die Engel lernen, wenn sie auf die Welt kommen, ist, dass sie die Menschheit beschützen müssen. Und dass wir gar nicht hinterfragen, warum wir das tun sollen, weil die Menschen sind Gottes auserwählte Kinder und er wünscht sich nichts mehr, als dass sie gemeinsam einer guten Zukunft entgegenstreben, wie immer diese Zukunft auch aussehen soll, denn das entscheidet die Menschheit als gemeinsames Kind Gottes. Und unsere Aufgabe ist es nur, die Menschen zu beschützen, auch wenn wir viel zu wenige sind, gemessen an der Zahl der Menschen und der Traumsaat-Kreaturen. Sie erzählt, dass durch die Engel viele, viele Menschenleben gerettet wurden. Viel mehr, als es Engelkörper gefordert hat. Und sie sagt, dass sich vielleicht einige fragen, aber wie viele Menschen haben zum Beispiel kein gutes Leben gefunden? Was war der Preis? Und na, was kostet es einen, wenn man sein Vertrauen in die Engel steckt oder in Gott? Und sie wird ihm sagen, dass es einen alles kostet, aber eigentlich auch gar nichts. Sie sagt, dass wir nicht viel über die altvordere Zeit wissen, aber das, was wir halt wissen, ist, dass die Gemeinschaft der Menschen damals nicht existent war. Oder nicht so, wie sie hätte sein sollen. Dass halt die Gemeinschaft nur noch aus Einzelnen bestand und nicht, wie zum Beispiel hier, aus vielen. Sondern dass alles zersplittert war, alles war uneins, alles war sehr einsam und allein. Es war nicht geeint. Und sie erzählt halt, wie dann irgendwann der Veitstanz kam und wie er all diese Brücken und Mauern, die zwischen den Leuten waren, auslöschte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie erzählt, wie der Herr der Fliegen kam und seine Brut mitbrachte, die Traumsaat. Und sie erzählt von der dunkelsten Stunde und dann diesem kleinen bisschen Hoffnung, dass die Menschen halt errettet werden sollen. Und dass der Preis dafür gerade gut genug ist. Und dass die Menschheit dadurch eine Chance hat, in eine geeinte Zukunft geführt zu werden. Und dann erzählt sie, dass sie sich halt hier in diesem Dorf umgesehen hat und dass sie bemerkt hat, ja, hier ist eine Gemeinschaft und ja, sie haben sogar Engel, die vielleicht keine Engel mehr sein wollten oder ähnliches, aber die im Endeffekt eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist von dem, was sie in der Kirche kennt. Sie erzählt, dass sie sich vorstellen kann, dass es schwierig war nach dem Sturz des Himmels und dass das, was die Engel, die jetzt, nun ja, mehr tot als lebendig im Krankenhaus sind, das, was sie ihnen erzählt hat, ihnen bestimmt vielversprechend vorkam, aber dass das nicht der richtige Weg ist, weil, nun ja, die Menschheit vielleicht noch nicht so weit ist, dass sie die Engel nicht mehr brauchen. Sie sagt, dass
die Gemeinschaft der Kirche noch nicht bereit ist, dieses Dorf im Stich zu lassen. Und das betont sie. Sie sagt, dass viele Engel sich auf den Weg wieder in dieses Land machen werden, um es zurückzuholen. Und dass die Gemeinschaft der Kirche bereit ist, auch dieses Dorf zu beschützen, genauso wie alle anderen Dörfer. Und sie wieder zurückzuholen und einer gemeinsamen Zukunft entgegenzustreben, nämlich der, dass die Menschheit eine gute Zukunft haben soll. Eine gesunde Zukunft, dass sie wieder stark werden soll, vielleicht sogar so stark, dass sie sich irgendwann eigenständig gegen die Traumsaat verteidigen kann, sodass die Engel in den Himmel zurückkehren können und nie wieder zurückkommen müssen. Sie erzählt ihnen auch, dass sie von der Maschine wissen und sie erzählt ihnen auch, dass sie diese Maschine nicht werden behalten können. Auf die eine oder andere Art und Weise. Denn, nun ja, das ist keine Zukunft, die in den nächsten Jahren da sein kann. Und dann wird sie jedem im Dorf noch einmal ins Gewissen reden und sagen, was ist die Zukunft, die ihr schaffen wollt? Weil ihr habt hier eine Version der Zukunft in diesem Dorf, ihr lebt sie. Ihr habt euch dafür entschieden. Aber seid ihr euch sicher, dass diese Version der Zukunft von der gesamten Menschheit bereits gelebt werden kann? Weil das glaube ich nämlich nicht. Die Menschheit ist noch nicht so weit, dass sie vielleicht, naja, dass sie ohne Engel leben kann. Das funktioniert nicht, weil die Traumsaat wird immer stärker und die Fegefeuer bewegen sich immer noch übers Land. Und sie sagt ihnen, dass sie hofft, dass der Tag kommen wird, an dem die Menschheit die Engel nicht mehr brauchen. Und dass sie dann geeint und gemeinsam und gestärkt in eine Zukunft gehen, die die Menschheit als Kinder Gottes geeint in eine gesunde Zukunft führt. Aber solange dieser Tag noch nicht kommt, werden die Engel hier sein und werden wir die Kirche brauchen, um diese Gesellschaft zu ein. Weil die, wie heißen sie? Ich habe den Namen vergessen. Die Waffen handeln. Und, Schrottbarone. Schrottbarone vertreten diese Art der Zukunft nicht. Sie vertreten keine geeinte Menschheit. Und hier wird eine Art von Einheit beschrieben, aber auch nicht für alle anscheinend, sondern man schließt einen großen Teil der Menschheit aus, nämlich die Kirche. Und deswegen sagt sie einfach, ich frage mich halt, welchen Idealen sich diese Gemeinschaft verschrieben hat, weil so wie ich es sehe, wie es hier gelebt wird, sind sie gar nicht so unterschiedlich von den Idealen, die Gott uns gegeben hat. Und nun ja, wir sind jetzt hier. Wir sind die, die geschickt wurden, um eure Engel quasi zu unterstützen und abzulösen. Und wenn eure Ideale gar nicht so unterschiedlich sind von denen, die wir bringen und vertreten, was kostet es euch dann, uns einfach zu vertrauen und auch daran zu glauben, dass wir eine gemeinsame Zukunft erschaffen können, aus der die Menschheit dann irgendwann gestärkt hervorgehen kann, damit, naja, damit die Welt irgendwann wieder nur den Menschen gehört. Und das würde ich dann so ein bisschen offen stehen lassen. Was wahrscheinlich vor allem für die Kinder schwer zu begreifen ist, weil das viele große Worte sind, aber sie wird halt dafür sorgen, dass sie die Botschaft irgendwie in den Köpfen von jedem Einzelnen verankert. Und wie gesagt, ihr Ziel ist es nicht, dass die Leute hier jubelnd rausgehen, sondern sie will, dass jeder von ihnen diese Botschaft versteht. Erstens, die Kirche wird kommen, ob ihr wollt oder nicht. Zweitens, seid ihr bereit, einen Krieg zu führen für euer Dorf und das Leben jedes Einzelnen um euch herum dafür zu opfern? Oder könnt ihr euch damit anfreunden, einer Gemeinschaft beizuwohnen, die ihr vielleicht von innen heraus etwas verformen könnt? Und sie wird es natürlich nicht so direkt sagen, sondern mehr so durch blumige Metaphern und Bildern und ähnliches. Aber vor allem bei den Gedanken, bei den Erwachsenen im Kopf, will sie die halt die Idee verankern. Hört mal, es wurde ein Prozess angestoßen und ihr könnt ihn nicht aufhalten. Die Kirche wird kommen und hier wird sich einiges ändern. Und entweder könnt ihr es mit uns haben und vielleicht die gute Wahl treffen, oder es werden andere Scharen kommen und ihr könnt es versuchen, mit denen aufzunehmen. Aber es wird nicht mehr so sein wie früher. Und wir können einen Kompromiss finden oder halt nicht. Das ist so das Grobe, was sie sagen will. Ja. Ja, okay. Ja, durch die Macht der Stimme unterstützt hast du natürlich ja,
auf jeden Fall immer die Aufmerksamkeit und man hängt an deinen Lippen quasi. Es ist halt dadurch, dass du diese Kraft einsetzt, halt schwierig zu verstehen, ob die Männer, Frauen und Kinder das nur machen, weil sie dazu unterbewusst oder bewusst gezwungen werden, weil sie nur eine göttliche Macht einsetzt, oder ob sie das wirklich verstehen und aus freiem Herzen, freiem Willen tun. Gerade auch für die anderen Engel, die dem beiwohnen, ist es halt schwierig, jetzt auch auseinanderzuhalten, wer dem Ganzen mit vollem Herzen folgt und wer nur beeindruckt von der Machtdemonstration von Citariel vorne ist. Hauptsache, danach dürfen sie eigenständig darüber nachdenken, aber sie müssen mir zuhören. Genau, Punkt. Ja. Vor allen Dingen es wirkt halt auch sehr, sehr eindrücklich. Also das hast du als Ziel wahrscheinlich auch dann schon erreicht. Während dem Gottesdienst wird noch etwas passieren, was vielleicht für Daniel interessant ist. Und ich weiß nicht, inwiefern die anderen auch, also sich von der Stimme und von der Schauspiel, das Citariel da vorne abhält, ob die anderen sich davon auch beeinflussen lassen oder ob die anderen halt ihre Blicke halt über die Menge und über die anderen schweifen lassen. Vielleicht klären wir das erstmal, ob diese Machtdemonstration vorne auch mitnimmt oder ob das nur, ob ihr da in Anführungsstrichen immun seid gegen. Also eigentlich wirkt die Stimme Gottes halt auch auf fast alles so, ne? Also deswegen. Ich bin absolut beeindruckt von Citariel und auch von dem Inhalt dieser Worte. Aber es interessiert mich tatsächlich, wahrscheinlich wird mein Blick immer mal wieder zu ihr rübergehen, aber mich interessiert allein schon deswegen, weil ich wissen möchte, wie die Menschen darauf reagieren, schaue ich immer mal wieder durch den Raum. Ja, ich denke mal, die Hälfte der Zeit schaue ich durch den Raum, die andere zu Citariel. Also bevor sie ihre Machtdemonstration begonnen hat, war sehr viel Skepsis im Raum. Das hat Inariel auf jeden Fall mitbekommen, die anderen denke ich auch. Und sobald Citariel vorne in ihrer gleißenden Gestalt mit dem leuchtenden Corona vielleicht, mit dem heiligen Schein auf dem Kopf irgendwie und dieser kraftvollen Stimme spricht, ab dann fixieren sie sie quasi so irgendwie, teilweise mit offenem Mund und so, also. Aber es ist dann halt sehr schwer rauszulesen, was sie wirklich denken, als irgendwie eher so ein bisschen so erschlagen werden von göttlicher Macht, anstatt wirklich was Eigenes dazu beizutragen und gerade jetzt in dem Augenblick was zu denken und zu fühlen. Also Lyrile hat ja schon mal die für sie nicht ganz so positive Seite dieser Macht mitbekommen. Deswegen ist sie erst erschrocken, aber wenn sie dann, also sie hört halt dann wirklich zu und merkt, dass es in eine Richtung geht, die sie eigentlich so gar nicht erwartet hat und ist da tatsächlich recht, recht froh drum. Und wird wahrscheinlich auch einfach auf gar nichts so wirklich achten. Vielleicht gerade eben so darauf, dass sie mit dem Kräuterschädchen in ihrer Hand nichts abfackelt, aber. Liberiel? Liberiel gibt sich Mühe, sich nicht verzaubern zu lassen. Sie ist auf ihren Propheten konzentriert und beobachtet die Menschen und was sie tun. Wahrscheinlich, wenn sie sieht, dass sie so eingenommen sind, jetzt von der Rede entspannt sie sich vielleicht ein bisschen, aber ihr Fokus bleibt bei der Menge. Mhm. Und Daniel? Ja. Daniel wird, wenn er diese Worte von Citariel hört, diese Zweifel, die er so in den letzten Wochen vielleicht immer wieder mal gehabt hat, mit Entscheidungen, die er so nicht 100% vertreten hat und auch die Situation kurz bevor wir das Meer überquert haben, so ein bisschen in den Hintergrund stellen, weil er durchaus auch von der Rhetorik und auch von der Stimme beeindruckt ist und da halt tatsächlich
eine Anführerin sieht. Ja. Daniel atmet tief diesen, das Räucherwerk ein, was Lyriel immer wieder schwenkt, und da sie neben dir steht, kriegst du quasi immer noch so den vollen Schlenker ab. Da du ja stoisch dort stehst wie ein guter Soldat und nicht großartig noch einen Schritt rechts oder links ausweichend machen kannst, kriegst du die volle Dröhnung von dem Zeug, was Lyriel da zusammengemischt hat. Und als Cetharia ihre Stimme und ihre Aura anschmeißt vorne und du halt genau das, was du gerade beschrieben hast, so als Gedanken in dir trägst, switcht so ein bisschen der Blick um, den Daniel hat. Daniel nimmt irgendwann nicht mehr den Raum so, wie er ist, wahr, sondern der Raum scheint sich ein bisschen zu verzerren und zu verdrehen und anderes Dekor kommt zum Vorschein, ein paar Kandelaber, die ja von der Decke hängen, die jetzt eigentlich gar nicht wirklich da sind. Ein bisschen geschmückterer Altarraum, sieht aus wie eine Kirche richtig und nicht wie ein Versammlungsort, den ihr so halbwegs behelfsmäßig zusammengeschustert habt. Auch Cetharia vorne verändert sich, sie verliert die Flügel und vorne steht auch keine weibliche Figur mehr, sondern ein Kirchenoberhaupt, ein Mann mit langem Rauschebart, der aber ähnlich beeindruckend, wie du das eben bei Cetharia empfunden hast, irgendwie eine Predigt zu schmettern scheint. Und siehst auch das große Engelskreuz im Hintergrund, das nicht das, was ihr gemalt habt, sondern ein richtiges, schön gestaltetes aus Holz. Dann erkennst du die in der ersten Reihe sitzenden Gestalten, die eben noch irgendwelche Familien mit kleinen Kindern waren, die jetzt aber ja Krieger sind, gerüstete Männer und Frauen mit Lederrüstungen und schweren Stiefeln. Und als der Mann dann oben auf dem Altarpodest aufhört zu reden und so gönnerhaft in die Runde gestikuliert, switcht das Bild mal zwischendurch wieder rum, dann so hast du die gleichen Gesten und den gleichen Duktus von Cetharia, wie sie da steht und halt genau die gleichen Gesten macht und gönnerhaft vorne in die Menge weist. Und du blickst dich zur Seite um und siehst eine Frau neben dir sitzen, in einem groben und einfachen Kleid, die so auf dich herabblickt. Anscheinend bist du kleiner, als du das gewohnt warst. Und du stehst auch nicht mehr, du sitzt, schaust an dir herunter und deine Beine baumeln. Die Bank, auf der du sitzt, so ein bisschen kleine Sandalen kannst du an den Füßen sehen. Das hast du ewig nicht getragen. Und die Beine baumeln vorne, vor und zurück. Und du siehst in die liebevollen Augen der Frau, die neben dir sitzt und dich irgendwie so knufft über die Haare. Und dann blickst du wieder nach vorne und die gerüsteten Männer stehen auf und schauen so durch die Reihen und marschieren dann halt in die Sitzreihen entlang und deuten immer wieder auf einzelne Leute, die dort sitzen. Und alles switcht immer so hin und her zwischen der Realität und der Vision. Und einer dieser Gestalten, eine gut gerüstete Frau mit einer großen Narbe auf der Wange, deutet dann auf dich. Und in dem Moment erschrickt die Frau neben dir und hält dich ganz fest im Arm. Und andere Leute um dich herum blicken sich um, schauen dich an. Einige entsetzt, andere freudig. Und in dir macht sich so das Gefühl breit, du willst nicht aus den Armen dieser Frau heraus. Aber die andere Frau mit der Rüstung und der Narbe kommt und ihr wird Platz gemacht, sie kommt zu dir, nimmt dich am Arm und reißt dich mit Gewalt, also nicht wirklich, wirklich gewaltvoll, nicht, dass es dir wehtut oder so, aber mit deutlichem Nachdruck aus den Armen der anderen Frau heraus, nimmt dich mit nach vorne, wo inzwischen auch andere Kinder stehen. Und du blickst auf die Menschen herab
Und du weißt instinktiv in diesem Augenblick, als du nochmal die Frau mit den einfachen Klamotten siehst, das ist deine Mutter. Und dann löst sich die Vision wieder auf. Und Daniels Blick heftet sich wieder an Citariel, wie sie vorne steht und mit dem Satz schließt, die Kirche wird kommen. Ja, Daniel wird wahrscheinlich erstmal recht irritiert reinschauen, so ein bisschen mal den Kopf ein bisschen schütteln, was wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass er die meiste Zeit nahezu regungslos gewesen ist, auffallen wird. Aber so im Grunde lässt er sich jetzt erstmal nichts anmerken sonst. Gibt es Gefühle, die anderen durch den Gedankenkanal mitfliegen? Ja. Eine ziemlich große Irritation, weil diese Art von Gefühlen, die er dort in dieser Vision erlebt hat, so Mutter und sowas, das kannte Daniel in dieser Form nicht. Und vor allen Dingen das Herausreißen. Ne? Richtig. Das ist, okay. Wenn dahingehend irgendwas zu spüren gewesen ist bisher, dann wird es vergleichbar sein wie in dem Moment, als Lyriel ihn umarmt hat, so ein bisschen. Kombiniert mit einer gewissen Sorge. Ja, das ist dann das, was die anderen dann auch wahrnehmen können an der Stelle. Ja, wenn es dann zu der Sorge kommt, wird es wohl so laufen, dass Lyriel das Räuchergefäß in die Hand nimmt, die quasi auf der anderen Seite ist und deine Hand nehmen wird, dann mit ihrer freien Hand. Und sie einfach nur ein bisschen hält und drückt, um zu zeigen, dass sie da ist. Ja, dann wirst du wahrscheinlich sogar ein bisschen merken, dass die Hand, auch wenn man das auf die Entfernung nicht mitkriegt, halt ein bisschen zittrig ist gerade. Dann wird sie noch fester gedrückt. Dann stimmt Liberia in dem Augenblick, in der da die Hände gedrückt werden, den nächsten ernsthaften Choral an. Der von der Pracht der Kirche singt und schweren und eine schwere und langsame Melodie trägt. Und ja, die Leute singen teilweise mit einem, teilweise auch nicht. Vielleicht singen ein paar mehr Leute mit als vor der Predigt, was Inarin dann wieder vielleicht ganz fröhlich stimmt. Gebt ihr den Leuten die Chance, danach noch irgendwie was dazu zu sagen oder sowas? Oder geht ihr in den Austausch mit der großen Gemeinschaft oder wollt ihr das erstmal für sich beruhen lassen, die Leute wieder gehen lassen und dann mit was anderes machen? Ich denke, wir würden auf jeden Fall da bleiben für den Fall, dass jemand mit uns reden will. Ich würde Emily nochmal einen vielsagenden Blick zuwerfen. In der Hoffnung, dass sie ganz genau verstanden hat, was ich ihr eigentlich sagen will. Und dass sie das in ihren Entscheidungsprozess mit einbezieht, so wie den beiden anderen und überhaupt. Und dass wir beide uns nochmal unterhalten müssen. Aber das später. Ja, die werden auch nichts machen, die drei. Die werden die anderen einfach gehen lassen. Und die Leute gehen halt dann auch ziemlich zügig. Also die sind halt sehr immer noch unter diesem Eindruck der göttlichen Macht und wissen noch gar nicht so richtig, wie es um sie geschehen ist, so, als sie dann den Raum verlassen. Okay. Hauptsache, sie denken drüber nach. Hör dich nicht mehr? Achso, Entschuldigung. Ich auch nicht. Jetzt schon, hoffentlich. Ja. Die drei Ärzte und, also in Anführungsstrichen Ärzte und Sverre bleiben da. Ich gehe auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen abseits gestanden von den anderen
mehr im Raum drin. Ich gehe mal wieder zurück. Ich bin ein bisschen irritiert von diesen gemischten Gefühlen. Einerseits schon irgendwie die beeindruckende Rede und dann schwappt da was ganz anderes von Daniel rüber. Ich gehe mal hin und sage, das ist doch sehr gut gelaufen, oder? Kennst du diese Engelsstatuen von dem denkenden Engel? Der so den Kopf auf eine Hand gestützt hat, so ein Bein angewinkelt, und wie die meistens auf so Ecken sitzen. Das ist Zetariel. Genauso sitzt sie da, auf den Stufen, quasi vorne, vor diesem kleinen Altar, guckt in diesen leeren Raum rein. Ich spreche mal an den Gedankenkanal, weil ja noch die anderen Menschen sind. Es ist doch alles gut, oder? Sie hat den Plan geändert. Es kommt so ein bisschen, wieso, weshalb, warum? Was war der Plan? Ich visualisiere ein Schachbrett und schiebe mal so einen weißen Bauer nach vorne. Als Symbol für, das war der erste Zug. Das mehr sage ich nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Ja, einer von diesen Ärzten geht nach vorne, der Oscar, der etwas rasiertere von den beiden. Einer hat einen Bart, der andere war relativ gut rasiert. Nickt dann noch Zitariel zu. Eine schöne Predigt. Ich denke, die Warnung ist angekommen. Es ist keine Warnung. Ich habe euch nur daran erinnert, dass das Privileg der freien Entscheidung auch eine Bürde sein kann. Wir haben gehört, was du zu sagen hattest. Sie nickt. Wir werden uns zurückziehen und uns beraten. Svere, komm mit. Der guckt ein bisschen bedröppelt. Kanal kommt zu Zetariel. Svere sollte bei uns bleiben. Ist eigentlich ein Engel. Je nachdem, was sie entscheiden, wird er bei seinen Eltern sein wollen. Was sollen sie denn entscheiden? Sie entscheiden über die Zukunft des Dorfes. Ob sie sich widersetzen der Kirche? Oder ob sie zurückkommen zur Kirche? Emily dreht sich nochmal um und schaut zu Zitariel. Ich denke, ihr habt auch was zu bereden. Nickt dann so, schaut den anderen nochmal an. Ich schenke so ein schmales Lächeln, so. Why did you say that? Geh einfach! Geh mit Gott, aber geh! Sie nimmt dann Sphäre irgendwie an der Hand und zieht den so halb von euch weg, halt, weil dir. Wieso? Ich bin mir nicht sicher, wo ich hingehen soll. Nariel ist absolut verwirrt von dem, was hier gerade passiert. Irgendwie scheinen alle Dinge zu wissen, die er nicht weiß. Weil sie beunruhigt sind. Wo ich gerade denke, ist doch alles gut gelaufen. Warum sind denn jetzt alle beunruhigt? Kann ich irgendwas tun? Hat noch jemand Hunger? Nein. Schade. Ihr solltet etwas essen gehen. Essen tut immer gut und wenn es das Richtige ist, tut es dem Körper und der Seele gut. Du nicht. Na gut. Was ist? Eh nicht so Hunger.
Was kommt denn über den Gedankenkanal für ein Gefühl von Cetariel? I came to chew bubblegum and kick ass and I'm fresh out of gum. Also so nach dem Motto. Ach, scheiß drauf, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Ich habe keinen Bock mehr, um den heißen Brei rumzueiern. Dann übe ich mich mal in Geduld. Ich hake mich mal bei Inariel ein und mache mich mal auf die Suche nach was zu essen. Wenn Cetariel mit Lyriel reden will, wird das schon einen Grund haben. Vielleicht will sie ja Anführer sein, wirklich. Und dann lasse ich mich halt rausführen und frage mich, was passiert hier gerade? Ich hoffe, dass sie Anführer ist und eine Entscheidung trifft. Und Lyriel darauf vorbereitet, auf diese Entscheidung. Du rufst das Gegenteil. Gut. Ich glaube, sie wird das am schwersten nehmen. Was denn? Cetariel wird schon wissen, was sie tut. Aber was passiert denn hier gerade? Die Kirche wird ins Dorf kommen. Die ganzen Artefakte werden eingesammelt und die Kirche wird hier wieder für Ordnung sorgen. Ja, und warum sind jetzt alle so besorgt? Weil die Ketzer unter diesen Leuten ausgesiebt werden. Sie werden sich nicht alle wieder der Kirche anschließen. Sie haben 10 Jahre ohne die Kirche gelebt. Aber sie haben doch gerade die Worte gehört. Ja, und Cetariel hat ihnen gesagt, sie sollen eine Entscheidung treffen. Manche werden vielleicht ja sagen und andere nein. Und die, die nein sagen... Die haben nicht richtig zugehört. Ja, aber das ist auch das, was Cetariel gesagt hat. Menschen haben einen freien Willen. Na gut, okay. Ich verstehe. Das werden sie schon richtig entscheiden. Und sie haben ja Freunde und Familie, die werden ihnen sagen, dass sie das Richtige entscheiden. Sie hören leider nicht Vaters Stimme, so wie wir. Eigentlich war nicht geplant, dass Cetariel ihnen die Wahl lässt, sondern es war eigentlich gedacht, dass sie die Pracht und Herrlichkeit der Kirche erzählt und wie gut es ihnen gehen wird, wenn sie wieder hier sind. Aber ich glaube, wenn ihr so besorgt seid, dann war das genau das Richtige, weil... Ja, aber so haben sie jetzt Zeit, ihre Sachen zu packen und zu gehen. Das heißt, sie schließen sich vielleicht den Schrottbaronen an. Dann werden sie stärker und können auf dem Weg raus aus dem Dorf irgendwo dort über dieses Land von der Traumsaat angegriffen werden. Das ist ein Risiko, wenn sie hier weggehen. Verstehst du das? Und dann haben wir vielleicht mehr Menschen wie das, was wir da im Wald gefunden haben. Aber es kommen auch mehr Engel. Ja. Und sie werden mehr Gegner haben, wenn sich die jetzt gehen, den Schrottbaronen anschließen. Ich weiß nicht, warum sie den Plan, den Text geändert hat. Die jetzt gehen, hätten sich auch sonst als Problem herausgestellt? Vielleicht. Aber wir haben ja dich hier. Ich klopfe dir auf die Schulter. Ja. Das kriegen wir schon hin. Ich denke, alles in Ordnung. Du musst, glaube ich, auch etwas essen. Du bist irgendwie blass um die Nase. Ja. Ich hatte da vorne Back. Ja? Die Kräuter. Während der Predigt. Ja, du hast dir einen unguten Standort ausgesucht. Aber ich habe vorhin einen Bäcker gesehen. Vielleicht gibt's dort Küchlein. Das klingt gut. Mhm. Habt ihr auch Bilder gesehen, während Cetariel gesprochen hat? Nein, ich war nicht in meiner Kathedrale. Nein. Ich war auch nicht in deiner Kathedrale. Das wäre auch seltsam. Naja, eigentlich ist er schon da, aber naja. Ja, aber nicht so. Dann stocke ich also und kriegst so einen Seitenblick.
Was hast du denn gesehen? Es kommt so Beunruhigung. Und ihr seht alle so ein Abbild, von dem ihr genau wisst, das seid irgendwie nicht wirklich ihr und irgendwie doch ihr. Ich war in einer Messe, ähnlich wie die, die wir gerade gehalten haben. Aber ich war viel kleiner. Und da war eine Frau neben mir. Und dann haben irgendwelche Soldaten auf mich gezeigt und mich mitgenommen. Die Frau wollte mich nicht gehen lassen und irgendwie bin ich mir ziemlich sicher, dass das meine Mutter war. Das ist Unsinn. Es war vielleicht die erste Messe, die du erlebt hast, nachdem du auf die Erde gekommen bist und sie war deine Nonna. Solche Sandalen. Als ich... So wie du auf der Bank gesessen hattest, hätten auch Flügel keinen Platz gehabt. Flügel hätten da niemals Platz gehabt und ich hatte im Himmel einen Nonus. Einen männlichen. Ja. Naja, vielleicht war das ja wirklich kurz bevor du, also kurz nachdem du hergekommen bist. Die Flügel wachsen ja dann erst noch. Aber solche Sandalen habe ich noch nie getragen. Und Daniel kann sich sehr gut eigentlich an fast alles erinnern, was seit der zu Bewusstsein gekommen ist im Himmel, weil man ihm das auch eingebläut hat, bloß nichts zu vergessen, was man da hat. Die ersten Monate im Himmel habe ich vollkommen alleine verbracht, eingesperrt in meiner Zelle und habe das Hochgebet des Gabriels auswendig gelernt. Dann war es ein Traum, ein, weiß ich nicht, was du da, vielleicht ist es was Ähnliches, vielleicht ist das hier, weißt du, erinnerst du dich an den Nebel in Nürnberg? Der hat so gesummt. Vielleicht ist hier auch irgendwas, was summt. Sverre denkt auch, dass er Eltern hätte. Vielleicht ist das irgendein Überbleibsel aus dem Ragul-Zimmel, meinst du? Ja. Dass das so eine Besonderheit des Ordens ist. Ich glaube nicht, dass das mit der Region hier zu tun hat. Ich hatte... Hast du es vorher schon gehabt? Nicht so deutlich, aber als wir damals im Gebirge in der Höhle gesessen haben, gemeinsam gegessen haben, da hatte ich auch das Gefühl von Vertrautheit, Geborgenheit, Familie. Diese Suppe, die Zitariel gekocht hat, die kannte ich irgendwoher. Die Lyriel gekocht hat, nicht Zitariel. Naja, so muss das auch sein mit einer Schar. Es war anders. Hier sowas nicht? Nein. Nein, Daniel, wir haben keine Mutter, wir haben nur einen Vater. Schlag dir das aus dem Kopf. Ich weiß gerade nicht, was ich denken soll. Du denkst nicht wirklich? Besinn dich auf das, was du bist, auf dein Wesen. Du bist ein Engel Gottes. Ja, jetzt schwappt über Daniels Auge, wenn Liberia jetzt so vor ihm steht und so ein bisschen, bist ein Engel Gottes, irgendwie so vor dir steht, irgendwie siehst du wieder irgendwie so als in deiner Erinnerung so die ersten Gabriels-Mönche, die halt genauso auf dich eingeredet haben. Irgendwie, du bist ein Engel Gottes und dann die kommt, ne, hören und gehorchen und so. Ja. Und dann, ja, blickst du vielleicht kurz irgendwie, weil du so erschrocken bist, weil Liberia gerade diesen Duktus von damals annahm, was ja damals auch so ein Bedrücken war und so ein Zwang in sich hatte, den
dem man damals noch nicht gewohnt war. Vielleicht machst du einen Schritt zurück, schaust irgendwie so richtig zwanghaft irgendwie aus dem Gesicht von Liberiel weg, so an die Seite. Und da ist halt so ein Tavernenschild aus Metall, was halt so ein bisschen baumelt und ein bisschen Spiegelfläche hat. Und schaust in dieses Bild und siehst dein eigenes Spiegelbild. Und siehst dann vor dir aber auch wieder so geswitcht halt so dieses, das kleine Kind, was halt nicht der Engel ist. Und dann ist wieder alles klar. Ja. Dann wird er noch mal kurz den Kopf schütteln. Wahrscheinlich hast du recht. Ich muss einfach meine Gedanken sortieren. Ja, ich finde das hier auch alles sehr verwirrend. Ist vielleicht die Nähe zum Fegefeuer und naja, Zitariels Unsicherheit und dieses sonderbare Dorf. Vielleicht hat ja Sverre doch recht mit diesen Giftfässern. Giftfässer? Er hat gesagt, dieses hässliche Engelssymbol, das wir schön gemacht haben. Das war ja? Der Kopf. Genau. Das habt ihr gut hinbekommen. Ja, danke. Er hat gesagt, dass das so soll, so ohne Kopf. Und dass da ganz viele Fässer waren, auf denen dieses Symbol drauf waren. Die sind alle giftig. Die haben sie weggebracht. Vielleicht ist er... Wohin? Ich weiß es nicht genau. Weg. Ich muss ihn unbedingt fragen, wohin. Genau. Ich meine, Sverre ist auch durcheinander. Wir müssen auf uns aufpassen. Lyriel muss das wissen. Vielleicht kann sie Daniel untersuchen, nicht, dass du auch krank wirst. Ich werde sie später fragen. Gut. Das finde ich gut. Da drüben ist auch schon der Bäcker. Schwenken wir mal rüber zu Zitari und Lyriel, wo wir gerade von Lyriel reden. Wie geht's Lyriel denn? So allein in einem großen Raum? Ja, da Zitari ja vorhin wieder die Stimme eingesetzt hat, ist sie ein bisschen, also sie ist ziemlich zwiegespalten. Einerseits vor dem, oh nein, bitte nicht wieder ein Anschiss. Und andererseits vor, sie hat den Plan geändert, sie hat den Menschen nicht so richtig gedroht oder so, sondern halt eigentlich, also hat sich sehr, sehr verständnisvoll gezeigt und das macht ihr wiederum halt Hoffnung, dass es vielleicht doch kein Anschiss wird. Aber im Endeffekt wartet sie jetzt ab. Und du wolltest mich sprechen? Ich gehe mal davon aus, dass du heute nicht nur Kräuter waschen warst. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Versteh mich nicht falsch. Dein Instinkt zu helfen in allen Ehren. Es ist das, was Gott dir mitgegeben hat. Aber du bist jetzt schon der Zweite aus deinem Orden, der sich direkten Befehlen widersetzt. Und damit einfach alles in Gefahr bringt. Nicht nur mich, nicht nur deine Schar, sondern auch dieses Dorf. Was wäre, wenn du eine Panik ausgelöst hättest und Inariel beim Schmücken dieses Raumes von hinten von einem Fackelmob überrascht worden wäre? Was wäre, wenn die Leute hier nicht so besonnen sind, dass sie ein paar schlaue Köpfe haben, auf die sie in der Not vertrauen und uns einfach in der Nacht überfallen hätten, um uns gefesselt und geknebelt an ihre Maschine anzuschließen und einfach nur auszunutzen? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich weiß, dass du darüber nicht nachgedacht hast, weil du nicht darüber nachdenken willst, Lyriel. Aber Gottes Paradies ist nicht auf dieser Welt. Nein, das ist mir auch schon klar geworden.
Aber ich habe doch nur mit Emily geredet. Und dabei in Kauf genommen, dass wir alle sterben könnten. Sehr löblich. Wir könnten doch immer alle sterben. Guck dir Sverre an. Das ist unsere Zukunft, wenn wir nicht von alleine sterben. Wieder in den Himmel gehen, wie auch immer. Die Frage ist nur, was wir vorher tun. Und ich will vorher helfen. Dafür bin ich da, dafür lebe ich. Und dafür gebe ich, und sie hebt die Hände und du siehst halt, wie alles Schwarze aus ihren Fingern sich quasi wirklich in den Spitzen konzentriert und also die Finger waren vorher so blass schwarz, man merkt halt, dass sie in letzter Zeit das viel benutzt hat und alles konzentriert sich wirklich in den Fingerspitzen, die so tief schwarz sind, wie du es noch nicht gesehen hast. Dafür gebe ich alles. Nun, da ich weiß, dass dein Orden durchaus nicht wehrlos ist, solltest du deine Fähigkeiten vielleicht gegen mich verwenden. Kannst du das? Gegen dich? Ja. Wieso sollte ich das tun? Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich heute Nacht jeden einzelnen Menschen in diesem Dorf umbringen werde? Dann wäre ich unter Umständen dazu gezwungen, das zu tun. Das ist vielleicht deine letzte Chance. Bitte zwing mich nicht dazu. Bitte nimm dir das nicht vor. Du kannst zur Tür gehen oder du kannst handeln. Denn Lyriel, wir sind keine Menschen. Und entweder du vertraust mir und meinen Befehlen und dem, was ich mir tue und wirst aufhören, hinter meinem Rücken irgendwelche hinterlistigen geheimen Ränke zu schmieden. Oder ich werde dafür sorgen, dass das hier dein letzter Ort ist. Ich finde nicht, dass es hinterlistig war. Und jemandem zu helfen, kann keine List sein. Du hast unser Vertrauen missbraucht. Etwas, was wir nicht tun wollten, nicht wahr? Wir sind eine Schar. Wenn ihr so viele Menschen umbringen wollt, dann missbraucht ihr mein Vertrauen. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das werde ich nicht. Beweis es. Und ich würde sie ganz genau im Gedankenkanal beobachten. Und ich würde auf diesen Funken warten, wo sie eine Entscheidung trifft. Ich würde es nicht dazu kommen lassen, dass sie tatsächlich versucht, mich anzugreifen, sondern ich würde einfach nur darauf warten, was sie für eine Entscheidung trifft. Ob sie tatsächlich sich dafür entscheidet, für ihre Überzeugung zu kämpfen oder zu fliehen und versuchen, naja, zu retten, was zu retten ist. Tja, du, wenn du ihre Hände dabei genauer beobachtest, siehst du, dass das halt immer noch alles in ihren Fingerspitzen konzentriert ist und da du dich ja auf sie konzentrierst, du merkst, wie sie
was aus sich hervorzuholen scheint, was sie noch nie gebraucht hat. Und wie sie, also du merkst, dass sie sich selbst nicht leiden kann dabei, aber sie ist auf jeden Fall bereit, die Hand auszustrecken, wird halt auch die Hand ausstrecken. Okay, dann ändert sich in dem Moment die komplette Atmosphäre. So diese ganze Kälte, die vorher da war, auch wieder unterstützt durch die Stimme, diese ganze Brutalität, dieses ganze Konfrontieren, dieses ganze sie bis an ihre Grenze treiben und darüber hinaus, ist weg. Zetaria guckt gar nicht hin. Ne? Und während Lyria vielleicht überlegt, nach dem Motto, jetzt, meint Zetaria einfach nur danach in einer komplett sanften Stimme, ich habe nicht vor, die Menschen in diesem Dorf zu töten. Lyrik tatsächlich einfach um, nicht ohnmächtig, aber einfach vor lauter, es war so viel Spannung und sie fällt einfach nur, oh Gott, und sagt wirklich einfach nur in sich zusammen, weil, und verdammt, ich war bereit, was zu tun, also was, wow, und ja, oh. Aber ich musste endlich wissen, wozu du in der Lage bist. Sie sitzt gerade einfach nur da und lässt so ein paar Tränchen reinlaufen und guckt auf ihre Hände und ja. Manchmal müssen wir uns dafür entscheiden, für unsere Überzeugung zu kämpfen, Lyriel. Und es ist wichtig, dass du auch weißt, dass du bereit bist, diesen Schritt zu tun. Denn vielleicht wirst du ihn bald tun müssen. Nicht gegen mich, aber eventuell gegen einen der anderen. Willst du wissen, was ich denke? Ich denke, dass aus Roma Aeterna der Befehl kommen wird, dass wir diese Maschine besorgen müssen und das Dorf niederbrennen sollen. Niemals. Niemals mache ich das. Und in meinem Kopf überlege ich die ganze Zeit, wie wir das verhindern können. Zumal eine andere Schar auf dem Weg hierher ist, was uns die Zeit nimmt, wirklich etwas zu tun. Ich hoffe, dass die Menschen im Dorf die Entscheidung treffen, mit uns zu kooperieren. Denn sie werden diese Maschine nicht behalten können, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Ich hoffe, du hast ihnen mit deiner Predigt deutlich genug gezeigt, dass du auf ihrer Seite sein kannst, wenn sie wollen. Eventuell. Was glaubst du, ist Gottes größte Eigenschaft? Die Liebe. Zu allem. Und sei es noch so klein oder seltsam oder scheinbar unwichtig. Deswegen würdest du dich auch für ihn entscheiden und sein. Seine Eigenschaft, anstatt für die Kirche, nicht wahr?
habe den Leitsatz noch nie gerne gesprochen. Und du sagst, das hier ist deine Bestimmung? Davon bist du überzeugt? Ja. Dann halt daran fest. Denn ich bin auch überzeugt, dass wir dazu bestimmt sind, die Engel des Herrn zu sein. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und jetzt müssen wir die anderen davon überzeugen, meinem Plan zuzustimmen. Wir werden der Kirche die Maschine aushändigen und wahrscheinlich wird Emily uns verlassen. Sverre und seine Eltern werden sterben. Das ist natürlich und wir werden sie nicht retten können. Du kannst ihm von mir aus seinen Tod so angenehm wie möglich machen. Aber du wirst deine Kräfte andersweitig brauchen, glaub es mir. Denn wenn möglich, können wir dieses Dorf und alle seine Bewohner retten, indem wir es unter unsere Fittiche nehmen. Wenn sie sich uns als Engel anschließen, kann ich der Kirche sagen, dass hier ihre Gebote immer noch eingehalten werden, was sie im Endeffekt auch tun. Und vielleicht finden sie dann wieder zurück zu der Gemeinschaft. Ich glaube, es ist wahr, was du gesagt hast. Sie sind so weit weg doch gar nicht davon. Sie wollen einander helfen und sie wollen Gutes tun. Vielleicht tun sie es nicht auf die Weise wie die Kirche, aber... Sie sind zu früh. Sie tun es mit den richtigen Absichten. In manchen Dingen einfach zu schnell. Und wie ich schon sagte, der Tag, dass diese Welt die Engel nicht mehr braucht, ist noch fern. Ich werde nacheinander Gespräche mit den anderen führen. Wie gesagt, es kann sein, dass wir uns bald gegen sie wehren müssen. Sie steht mittlerweile wieder vor dir und guckt so weg und merkst ihr den Unwillen oder das Unbehagen an, aber sie hat beide Fäuste geballt neben im Körper die Arme starr so runter. Dann müsste es wohl so sein. Steh mal auf, nehmen Sie in den Arm. Ja, du merkst, dass ihr das echt gut tut. Und sei tapfer und halt an deinem Glauben fest. Man muss vielleicht nicht immer kämpfen. Ich habe auch ein bisschen andere Möglichkeiten, aber... Ich werde es versuchen. Ich hoffe, dass alle sich umstimmen lassen. Oder... überzeugen lassen. Dass alle dir folgen. Soll ich irgendwas tun, während du mit ihnen redest? Holen Eimer Wasser für den Fall, dass Daniel hier gleich alles anzündet? Da wird ein Eimer nicht reichen. Das ist dein Anfang. Ist gut.
Und geht der Kanal wieder auf. Bling, 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 bling. Während ihr gerade ein paar Törtchen isst, ja. Und ich wenn ich das gerade so richtig, ist es so ein, naja, so ein bisschen dieses Traurigkeit und doch erleichtert, was durchschwappt, oder? Wahrscheinlich eine sehr aufgelöste Lyrie. Ja. Da sind sie wieder. Das fühlt sich komisch an. Sollen wir dir Törtchen mitbringen, Lyriel? Ich hatte sowieso vor, welche mitzubringen. Ich habe so eine Platte, ich sortiere gerade Törtchen drauf. Und belegte Brote oder sowas, je nachdem, was da ist. Tomaten dazwischen und Salatblättchen. Guck mal, man kann hier das Maiskörbchen ein bisschen biegen und zwei kleine Tomaten oben drüber legen. Das klingt lecker, bringt es ruhig mit. Gut, dann kommen wir zurück. Dann kommt ihr zurück. Ich habe das Gefühl, du hast Gesprächsbedarf. Ich. Daniel, what? What? dann spüren die anderen im Kanal auf jeden Fall jetzt eine leichte Verunsicherung. Wie beim Tennis. Ja. Es ist so dieses, der Chef zitiert mich in sein Büro. Dann wird er da wahrscheinlich mal hingehen. Von Liberia kommt ein Gefühl von Zufriedenheit und Bestätigung. Und wenn du dich umdrehst, um zu gehen, sag ich, halt! Und ich drück dir dieses Kuchenblech in die Hand. Den Kuchenteller. Ja, den Kuchenteller wird er dann mitnehmen und auf dem Weg dann zum Treffpunkt nochmal durchgehen, ob er irgendwann mal irgendwelche Befehle missachtet hat oder irgendwas in dieser Form. Zumindest in den letzten 2 Stunden. Reden wir nicht über... egal. Ja, ihr könnt auf jeden Fall hören, dass ihr Lyria gerne Gesellschaft leisten könnt im Raum, weil die da gerade so ein bisschen alleine rumsitzt. Ja, natürlich. Hast du gehört? Wir kommen mit. Ich muss noch den Teller machen. Hast du Mammon? Was? Mammon? Die Menschen wollen Mammon. Manna heißt es. Manna, das ist Geld. Genau. Nein. Schnöden Mammon. Wozu? Menschen wollen das. Wir sind keine Menschen. Törtchen machen viel glücklicher. Ich lächle die Bäckerin an. Gebe ihr ein Törtchen zurück. Ich kenne ganz tolle Kuchenrezepte. Ich könnte morgen welche backen und Ihnen das zeigen. Gerne. Sehr gut. Ja, ich nehme Daniel das Tablett an, mach die Tür auf. Guck mal, Lyriel, essen! Tür zu. Danke. Wie wär's mit dem Rundflug? Dann hebe ich ab. Ja, da Daniel die Entscheidung quasi ja schon abgenommen wurde, stößt er sich dann auch ab und holt dann auf. Und zack, sind alle anderen wieder draußen, außer Daniel und mir. On, off, on, off. Naja gut, ich weiß ja jetzt ungefähr, was ihm bevorsteht und stehe da halt als allein mit dem Küchleiter so stell die Platte irgendwo ab. Bist du nicht sicher, ob wenn Daniel dann einmal ausholt und sich genauso wie du entscheidet, ob Cetariel das überlebt? Ja, ich hoffe, dass sie es bei ihm etwas anders angeht. Zumal, ich meine, ich hätte ja nichts, aber naja. Ja. Ich würde dann eine Runde fliegen. Du wirkst nachdenklich. Was beschäftigt dich?
während deiner Rede, die übrigens großartig war, habe ich Bilder gesehen. Warst du das? Nein. Ich war sehr darauf konzentriert, meine Botschaft rüberzubringen. Ich war auch in einer Messe und ich war viel kleiner als jetzt. Neben mir war eine Frau. Und dann wollten Soldaten mich mitnehmen, ähnlich wie auf dem Festland, was wir beobachtet haben mit den Kindern. Die Frau wollte mich nicht gehen lassen und irgendwie hat es sich angefühlt, als sei das meine Mutter. Die Beriel meint, ich werde krank wegen den giftigen Stoffen, die hier gelagert wurden. Wie hast du dich gefühlt in dieser Vision? Es hat sich gut angefühlt, wie diese Frau eine Mutter mit dem Kopf getätschelt hat. Es war warm und ich habe mich geborgen gefühlt und später kam dann Sorge dazu, als die Männer mich mitgenommen haben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Inariel meint, das wäre hier wie in Prag mit dem Summen. Aber dann hätte ich damals in der Höhle nicht auch schon ähnliche Gefühle bei der Suppe von Lyriel gehabt. Was denkst du, ist Gottes größte Eigenschaft, Daniel? Gott ist gerecht, vergibt denen, die darum bitten, und er straft die, die es verdient haben. Was ist mit Schutz? Es ist meine Aufgabe, die Menschen zu beschützen. Das habe ich damals in meinem Gelübde so formuliert. Vor der Traumsaat und vor den Ketzern. Und kannst du es fühlen, dass es deine Aufgabe ist? Diese Menschen hier müssen beschützt werden, sonst hätten wir diesen Ort gleich niederbrennen können. Die Menschen haben eine zweite Chance verdient. Sie müssen ihren Glauben nur wiederfinden. Und sie wären nicht alle gekommen, wenn sie nicht den Wunsch danach hätten. Das ist richtig.
Wie stehst du zu der Sache mit der Maschine? Du warst sehr aufgebracht. Bist sehr aufgebracht. Es ist nicht natürlich. Es sind die Maschinen, die mir von Anfang an als falsch beigebracht wurden. Wir haben im Himmel Dutzender vorsintflutlicher Maschinen und Waffen, die alle zum Schaden der Menschen eingesetzt werden. Ja, das stimmt. Aber ich schätze, wir werden diese Maschine trotzdem an die Kirche aushändigen. Müssen. Damit sie keine Gefahr für die Menschen ist. Sie ist keine Gefahr für die Menschen. Was ist sie dann? Ein Tor. Wohin führt dieses Tor? In den Himmel. Aber niemand außer uns, wenn wir unsere Zeit hier vollbracht haben, kann dorthin. Hast du dich nie gefragt, warum Gott, als die Menschen ihn um Hilfe anflehten, die Traumsaat zu bekämpfen, nicht einfach die Traumsaat ausgelöscht hat? Oder die Fegefeuer? Weil wir für die Menschen sichtbarer sind und damit ein Zeichen für Gott sind. Ist das die Antwort, die du dir gerade ausgedacht hast, oder bist du davon überzeugt? Denn wäre es nicht ein viel größeres Zeichen, wenn auf einmal alles Böse auf dieser Welt verschwinden würde? Ich glaube, die Menschen würden es nicht verstehen. Sie würden es nicht unbedingt Gott zuschreiben. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke viel darüber nach, aber ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Gottes größte Eigenschaft darin besteht, Hilfe zu leisten. Aber nicht so, wie man es erwartet. Anstatt die Traumsaat zu vernichten, schickte er die Engel. Damit wir die Menschheit unterstützen. Aber dies ist eine Welt der Menschen, nicht der Engel. Also brauchte es ein Tor zwischen dieser Welt und dem Himmel. Das, was diese Menschen hier versuchen, ist nicht im Sinne des Erfinders. W-
Was ist der Sinn des Erfinders? Nun ja, die Engel auf die Erde zu bringen. Uns auf die Erde zu bringen. Aber warum sind hier dann nur drei? Und zwei davon kaum noch lebendig. Wenn ihr wolltet, könnten hier ganz viele Engel sein. Nun, hier waren ja mal mehr. Der Himmel Raguels. Aber wenn hier ein Tor ist, müssten hier viel mehr sein. Hier könnten mehr sein. Aber wie gesagt, das, was sie tun, ist nicht das, wozu dieses Tor gemacht wurde. Sie haben es verdreht. Sie versuchen, den Engel zu verteilen, vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich schätze, was ich versuche zu sagen, ist, uns wurde eine Bestimmung zuteil. Und um diese Bestimmung zu erfüllen, brauchten wir ein Tor aus einer in die andere Welt. Aus der Welt der Menschen in den Himmel. Und deswegen hast du vielleicht diese merkwürdigen Erinnerungen. Ja, Erinnerungen. Ja. Begriffsdropping. So würde ich es beschreiben. Oder fühlt es für dich anders an? Du meinst, dieser Menschenjunge, der da abgeholt wurde, war ich. Das weiß ich nicht. Ich bin ein Engel des Herrn. Aber das ist die Welt der Menschen. Das bedeutet, ich brauche ein Gefäß, um hier zu sein. Ricky. Genauso wie jeder andere. Das heißt, mit dieser Maschine wird in Kinderkörper die Seele eines Engels eingebaut. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Ich weiß nur, dass sie ein Tor ist. Sie war
Anscheinend Gottes Antwort auf die Traumsaat. Sie ist das, was verhindert, dass die Menschen untergehen und dass sie wieder stark werden. Und das ist ein schwieriger Gedanke. Weil es macht diesen Körper, den wir besitzen, zu so viel mehr. Verstehst du? Ja. Wir haben eine Aufgabe. Das ist richtig. Wir müssen Menschen schützen vor der Traumsaat. Ja. Deshalb sind wir hier. Und das ist die wichtigste Aufgabe. Und damit die Menschen weiter beschützt werden können, muss diese Maschine Aroma Eterna. Ja. Dann. Verstehst du jetzt, was ich sagen wollte, nicht wahr? Unten in der Halle. Ja. Das ist gut. Und? Bist du ein Engel des Herrn? Oder? Sie nickt Richtung Krankenhaus. Bist du wie sie? Ich bin ein Engel des Herrn. Dann bist du mein Bruder. Und wir werden unsere Aufgabe erfüllen. Natürlich. Wir dienen und gehorchen. Wir dienen und gehorchen Gott. Wem sonst? Das ist ein kleiner semantischer Unterschied zu deinem sonstigen Schwur. Das Wort hat er nicht verstanden. Das ist dir irgendwann von Liberia erklären. Das ist jetzt sehr viel. Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Tagen noch mehr Fragen kommen. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich auf alles eine Antwort haben werde, aber ich bin bereit, es mit dir herauszufinden. In Ordnung? Einverstanden. Es wird sich vielleicht einiges ändern, aber ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich der Verantwortung vielleicht irgendwie gewachsen bin. Und das will schon was heißen. Du hast viel dazu gelernt auf dieser Reise. Und auch bei dieser Rede war dort eine wahre Anführerin. Wie gesagt, ich glaube, auch ohne dich hätte ich es nicht so weit geschafft. Wir sind eine Schar. Jeder hat dazu beigetragen. Und ich denke, es wird in Zukunft noch wichtiger sein, dass wir uns bewusst sind, dass wir eine Schar sind. Ich denke, wir können dieses Dorf retten. Wir werden diese Maschine der anderen Schar wahrscheinlich übergeben.
Und eventuell muss Emily oder einer der anderen mitgehen, aufgrund des Wissens, das sie besitzen. Aber ich denke, wir können dieses Dorf und die Art, wie sie leben und vielleicht auch die Menschen wieder zueinander führen und auf Gottes Weg und beschützen. Wie Lyriel gesagt hat, sie brauchen nur etwas Zeit und Training. Ich denke, das brauchen wir auch. Na gut. Und sie klopft ihm während dem Fliegen so auf den Arm. Fliegt so halb unter ihm, weil sie kann ihn jetzt hier nicht umarmen. Das ist nicht wirklich möglich. Aber Daniel kriegt gerade eine große Welle Sympathie durch den Gedankenkanal, was sehr ungewöhnlich ist von Zitariets Seite. Und ja, sie geht halt wirklich auf dich ein. Und egal, was du ihr zurückspiegelt, seine Emotionen, du hast das Gefühl, das ist bei ihr sicher und aufgehoben. Egal, wie unsicher du bist oder ähnliches. Und sobald du dich wieder gefangen hast, wie schmecken die Törtchen? Nicht genauso, kommt von einer ebenso verkrümelten Lyriel. Wir haben jetzt zwei Platten jetzt. Also eigentlich ist es fast nur noch eine. Wenn ihr noch was wollt, müsst ihr wiederkommen. Mhm. Ich ziehe Daniel noch mal so ein bisschen raus. Ich habe Lyriel nicht wirklich viel erzählt. Ich denke, jeder zu seiner Zeit. Sie wird auch so das Richtige tun. Das denke ich auch. Das ist ihre Natur. Ich werde Inaril als nächstes überzeugen. Liberia könnte eine harte Nuss werden. Ich habe den beiden von meinem Traum erzählt. Vielleicht hilft das. Mhm. Na gut. Dann setzen wir zu einer Landung an. Und dann ändere ich mitten in der Landung die Richtung. Und sag so zu Daniel, geh schon mal rein, zieh dann ab Richtung Fluss. Und dann hört man irgendwann über den Gedankenkanal. Inaria, du musst mal gerade kommen. Hier ist irgendein Fisch, den ich nicht richtig sehen kann und der sieht total merkwürdig aus. Und man kriegt so ein Bild von so einem dunklen Fluss, wo irgendwas so springt und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich gucke die anderen ein bisschen skeptisch an. So, erst Lyriel, dann Daniel. Kennt ihr den Film Die Körperfresser kommt oder so? Nein. Das ist so ein bisschen, wo einer nach dem anderen so gebrainwashed wird. Und so. Glaube, immer dran, zwei to go. Also Lyriel guckt ganz konzentriert auf ihr Törtchen. Also. Bin dann, glaube ich, dran. Jetzt steigt so Sorge von ihr. Oh je, kriegt jetzt jeder was ab? Ich Feier. Gucke Fragen zu Liberia und mache mich dann auf den Weg zu dem Fluss, um den Fisch zu identifizieren. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich auf einem Häuserdach sitze, dass ich den Fisch nicht identifizieren kann. Es ist aber auch relativ dunkel mittlerweile, also keine Ahnung, was das ist. Ja, ich fliege zu dir.
Hallo, Zitariel. Da. Ich gucke dich an. Ich flieg mal runter. Ist das eine Forelle? Nein, viel zu groß. Also Forelle wäre zu groß. Ich würde sagen, das ist eine Plötze. Kenne ich nicht. Naja, vielleicht habe ich ihn deshalb nicht erkannt. Es ist tragisch, aber bevor ihr weiterredet, können wir kurz nochmal eine Austretenpause machen. Ja, wir kommen gleich wieder. Einen Augenblick noch. So. Da sind wir wieder. Zurück aus der Pause. Und ja. Zitariel und Inariel wollten ein Gespräch führen. Nein, ich wollte ihr nur einen Fisch zeigen. Also fliege ich wieder hoch zu dem Dach. Es geht nicht um irgendeinen Fisch, oder? Ich glaube, du bist gemutet. Wenn nicht? Ach, nee, jetzt höre ich dich. Dann wäre das Mikro noch ein bisschen näher. Nicht wirklich. Aber auch. Ich bin froh, dass du mit mir redest. Ich verstehe das alles nicht, was hier passiert. Das habe ich mir gedacht. Wie geht es dir denn? Ich weiß es nicht. Ich bin durcheinander. Ich habe mir das anders vorgestellt. Eigentlich weiß ich gar nicht, was unsere Aufgabe hier ist. Die Kirche wollte, dass wir hier einen Außenposten errichten. Den ersten nach dem Fall des Himmels. Ja, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Menschen sagen, wir wollen euch nicht. Also doch, indem das Ketzer sind und gegen uns kämpfen, aber sie sind nicht wirklich Ketzer. Sie sagen einfach, sie sagen nicht, wir wollen euch nicht, sie sagen, wir brauchen euch nicht. Und das verstehe ich nicht so ganz. Die Engel Raguels haben damals etwas aus dem Himmel mitgebracht, was die Menschen hier jetzt anders nutzen. Diese Maschine, die sie erwähnt haben. Die sie heilt. Unter anderem, ja. Aber dafür ist die Maschine nicht gemacht. Und die Menschen sollten sie auch nicht in dieser Art und Weise nutzen. Ich denke, sie sollen sie gar nicht benutzen, oder? Das machen wir, wenn dann die Raguelliten. Sie benutzen sowas. Nun, ich denke, die Kirche wird wissen, was sie mit dieser Maschine zu tun hat. Deswegen wir sie zurückgeben müssen. Ja. Und wenn die Menschen entscheiden, dieses Dorfes, dass sie das tun, dann können wir ihnen helfen, indem wir hier bleiben. Sie brauchen sie nicht. Sie haben uns. Gut. Ja. Mal eine Frage aus Neugier. Was denkst du ist Gottes größte Eigenschaft? Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Wer hätte gedacht, dass du und Daniel euch in diesem Punkt so ähnlich seid? Oh. Und was hat Lyria gesagt? Liebe. Das passt zu ihr. Liberia wird Wissen sagen.
Was findest du ist Gottes größte Eigenschaft? Dreht das einfach mal um. Aber nicht so, wie man sie erwartet. Und ich denke, das sind alles deine besten Eigenschaften. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir hier sind. Weil diese Menschen Hilfe brauchen. Und weil sie beschützt werden müssen. Wollen sie beschützt werden? Wie machen wir es ihnen verständlich, dass wir sie schützen wollen? Nun, wenn sie mir zugehört haben, dann haben sie es verstanden. Ja, das stimmt. Denn auch wenn der Befehl kommen sollte, dass wir dieses Dorf niederbrennen sollen, denke ich nicht, dass wir ihn ausführen werden. Aber was passiert dann? Dann treten wir in Verhandlung. Gut. Du und Liberia, ihr könnt das. Ja, sofern Liberia davon überzeugt ist, dass man dieses Dorf retten kann. Ach, natürlich. Sie hat auch zugehört. Ja. Die Frage ist, ob sie verstanden hat oder verstehen wird. Wenn jemand versteht, dann Liberiel. Liberiel ist viel klüger als ich. Das Problem an Liberiel ist, dass ihr Kopf so voller Wissen ist, dass es schwer ist, etwas besonders hervorzuheben. Liberiel ist sehr zwiegespalten. Ja, ich verstehe. Ich glaube, sie würde nicht den Befehl in Frage stellen. Nein, das würde sie nicht. Warum redest du mit jedem von uns einzeln? Wir sind eine Schar. Wir werden eine Schar. Jeder von euch hat noch einzelne Ecken und Kanten, die ich bisher nicht richtig kennenlernen konnte. Dich machen auch andere Dinge aus, außer deiner unvorteilhaften Neugier. Vielleicht, ich weiß es selber nicht so genau. Ich bin ja noch. Was denkst du denn, ist deine Aufgabe? Deine Bestimmung. Was fühlst du tief in dir drin ist? Deswegen bist du hier. Mir fallen verschiedene Sachen ein, die aber irgendwie alle nicht ganz richtig sind. Natürlich ist meine Aufgabe zu kundschaften und eure Augen zu sein, aber das kann ich halt. Weil Uriel mich dazu gemacht hat. Ich denke, ich würde mir wünschen, dass ich euch irgendwie zusammenhalte.
Du zweifelst. Du hast gezweifelt. Du wolltest weggehen. Ja. Ich wollte das nicht. Wir wollten das alle nicht. Ich würde gerne nicht nur eure Augen sein, ich würde auch gerne eure Flügel und das sein, was ihr braucht. Warum nicht? Gerne. Zitariel, du kannst auf mich zählen. Wir sind eine Schar und wir sind Freunde, oder? Ja, das sind wir. Das freut mich, dass du das so siehst. Uns wurde eine sehr wichtige Aufgabe mitgegeben und wir haben viel mehr Verantwortung, als uns vielleicht im Moment bewusst ist. Und ich möchte, dass du weißt, dass es kann sein, dass dir in Zukunft Fragen kommen, dass du Dinge fühlst, die du nicht verstehst, Dinge siehst, die du nicht kennst oder andere Sachen. Und ich möchte, dass du weißt, dass du mich alles fragen kannst. Du musst das nicht vor den anderen tun. Aber es kann sein, dass in Zukunft vielleicht auch mal dir Zweifel kommen an Dingen, weil du Sachen erlebst oder nun ja, Dinge passieren. Und ich werde versuchen, so gut es geht, darauf zu antworten. Was ist mit dir? Ich glaube, es gibt... Was tust du, wenn du zweifelst? Lustigerweise habe ich im Moment, glaube ich, einen Weg gefunden, auf dem ich nicht so schnell zweifeln werde. Aber er hat neue Fragen aufgeworfen und die muss ich beantworten. Aber ja, ich sagte schon zu Daniel, ich fühle mich im Moment das erste Mal wirklich wie eine Michaelitin. Und ich glaube, das ist etwas Gutes. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich uns führen kann in mehr als einer Hinsicht. Und dass es Wege gibt, die wir gemeinsam finden und erforschen müssen. Jeder in seinem eigenen Tempo. Mir gefällt. Es scheint ein guter Weg zu sein. Du bist da. Du bist. Auch dein Herz ist da. Das ist gut. Verschließ es nicht, wenn du zweifelst. Sonst kommt da selbst Lyriel nicht ran. Emily hat gesagt, dass Gott mich womöglich genau an diesen Ort und diese Stelle gesetzt hat. Und ich glaube, das stimmt. Um dir zu helfen. Um zu helfen und vielleicht auch noch um andere Dinge zu tun, um uns irgendwann einmal zu helfen. Wenn die Zeit gekommen ist. Wie gesagt, solltest du irgendwann den Bedarf nach einem Gespräch haben,
über Dinge, von denen du denkst, dass du nicht darüber reden kannst. Ja, dadurch, dass wir ja so einen Gedankenkanal haben, wächst ein bisschen Unsicherheit und so, ja, Verlegenheit. Mhm, dann komme ich auf dich zu. Siehst kurz ein Badezimmer und dann ist auch wieder weg. Das ist irritierend, aber okay. Ja. Und irgendwo sitzt so jemand so, ha, damit hat sie nicht gerechnet. Das ist richtig. So haben sie alle ihre andere Probleme, ne? Das ist total okay. Ich kann auch alleine die Last der Welt auf meine Schulter tragen. Ein paar sind noch nicht so weit. Bei Daniel hat es sich jetzt ergeben, aber jeder in seinem eigenen Tempo. Und das ist ganz wichtig bei diesem Thema, habe ich so das Gefühl. So. Da muss man reinwachsen. Gut. Ja. Ganz. Wenn. Kannst du, ich denke, du redest gleich mit Liberiel. Ja, das muss ich. Sag ihr, dass sie unsere Freundin ist. Ich würde das auch sagen, aber ich glaube, es irritiert sie, wenn ich ihr das einfach so sage. Das kommt von dir, also vermutlich nicht. Gut. Na gut. Und sie umarmt Inariel. Weil ja, ich drück dich auch sehr fest. Danke. Das war ein schönes Gespräch. Sollten wir öfter tun? Ja, können wir. Ich kann dir auch die Fische zeigen. Ich sag Bescheid, wenn ich den nächsten finde, den ich nicht kenne. Mhm. Ich kenne kaum Fische. Ich zeig sie dir alle. Das war eine merkwürdige Ausbildung, aber es hat halt dazu gehört. Wirst du Fische sehen? Manche Fische sehen einfach ziemlich gleich aus. Das ist wahr. Aber die Plötze wird doch Rotauge genannt, weil sie ein rotes Auge hat. Daran erkennt man sie gut. Interessant. Mhm. Wusstet ihr, dass man die Plötze auch Rotauge nennt? Verwirrung. Und das Bild von jemandem, der einen Fisch am Schwanz hochhält, mit der Lupe drauf guckt. Ich wusste es. Du bist der Aurelid, natürlich. So genau habe ich mir Fische bisher noch nicht angeschaut. Fische sind auch nur in einer Pfanne interessant. Oder in Lehm eingebacken. Oder geräuchert. Oder in Suppe. Oder in Salz eingelegt. Mit Kräutern. Köstlich. Kennst du noch viele Zubereitungsarten? Es gibt ihn auch roh auf Reisbällchen oder in Reisbällchen. Köstlich. Ich komme dann mal zu euch. Die Törtchen sind alle, tut mir leid. Das ist nicht schlimm, ich habe keinen Hunger. Gut. Ja, ich fliege mal zurück und wenn ich ankomme, schaut euch alle mit einem Lächeln an. Ich komme dir in der Tür entgegen. Bei mir ist irgendwie so eine Erwartungshaltung im Hintergrund. Sie hat gerade mit jedem gesprochen. Jeder kam irgendwie glücklich zurück. Ich bin verwirrt. Ich gehe auch auf dich zu. Bleibst du vor dir stehen? Guck hoch zu dir.
Wir passen nicht gleichzeitig durch die Tür. Dann nehme ich dich in den Arm. Danke. Liberiel, ich hab dich lieb. Das ist schön. Danke. Leg auch so die Arme um deine Taille. Ja, dann gehe ich so weg von dir. Ich glaube, du weißt, wo du hin musst. Ja, eben kam es noch von da irgendwo. Guck mal in die Richtung, ob sie immer noch auf dem Dach sitzt. Nee, du siehst mich jetzt so in Richtung Krankenhaus fliegen. Du kannst mich gern begleiten. Gut. Ja, dann lasse ich dich erst rein. Du klopfst dir nochmal auf den Oberarm, Inariel. Ich hab dich auch lieb. Das freut mich. Winke einmal in den Raum und schieb mich dann seitwärts durch die Tür, damit ich mit den Flügeln nicht hängen bleibe. Stoße oben am Türpfosten an. Man hört dieses Schaben von den Federn oben dran. Und komm ich auch. Ich gehe zu Fuß. Ich fliege nicht das kleine Stück. Ich gehe Richtung Krankenhaus. Betretenes Schweigen im Gemeinschaftsraum. Nein, ich setze mich mit einem Grinsen zu den anderen. Ja, es kommt jetzt drauf an. Hast du den Gemeinschaftskanal schon wieder ausgeschaltet? Nee, noch nicht. Aber ihr sitzt ja auch alle im selben Raum im Moment. Deswegen. Also, ja, Lyrie hat sich wahrscheinlich irgendwie mit irgendwas in Art von einer Decke oder so, wird ja wohl da sein, sich quasi so hingelegt, auf den Bauch gelegt, weil auf dem Rücken ist nicht mit Flügeln und Arme so aufgestützt und die beiden Jungs mal so angucken und seid ihr auch so erleichtert wie ich? Ziemlich. Das war total schön. Ja, finde ich auch. Und puh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Naja, ich weiß nicht so richtig, was ich erwartet habe. Aber es ist gut so. Zitarien macht das Richtige. Wir machen das Richtige. Wir sind eine Schar. Das sind wir. Wisst ihr, ich schaue zwischen dir und Daniel hin und her. Wir sind Freunde. Ja, auf jeden Fall. Ja, das finde ich schön. Und dann werde ich mich aber so im Schneidersitz hinsetzen mit so einem fetten Grinsen auf dem Gesicht. Ich bin wirklich gespannt, was das Gespräch mit Liberia ergeben wird. Und würde es versuchen. Ich gucke währenddessen vom Krankenhausdach nach unten. Ich gucke von unten nach oben. Lass den Kopf hängen und stoße mich ab und schlag ein paar Mal mit den Flügeln, um aufs Dach zu kommen. Sie könnten ruhig eine Treppe an die Seite bauen. Wieso? Der Start hat doch einwandfrei geklappt. Ist dir das aufgefallen? Das stimmt. Ich glaube, ich habe langsam den Trick raus. Und zwar zum Beispiel nicht gegen den Wind starten. Das hilft, wenn man die Böe dann drunter kriegt. Also, wie sieht der Plan aus? Du hast mit allen anderen gesprochen. Ich nehme mal an, du hast eine Planung gemacht, wie es jetzt weitergeht. Und kannst mir sagen, warum du die Rede abgeändert hast? Das kann ganz schön nach hinten losgehen. Jetzt können sie sich organisieren. Nun, es ist die Wahrheit. Und ich habe den Eindruck bekommen, dass wir hier einen besseren Eindruck hinterlassen, wenn wir ihnen reinen Wein einschenken.
Sie haben vor einer langen Zeit eine Entscheidung getroffen, die übereilt war. Eine ganz schön dumme Entscheidung. Ich bin mir sicher, Sie haben sie nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis Ihres Kenntnisstandes getroffen. Wie war dein Eindruck während der Predigt? Was denkst du? Zu Anfang waren sie nicht besonders aufgeschlossen und sehr skeptisch. Ich glaube, der Hauptgrund, warum sie gekommen sind und zu Anfang so ruhig und fröhlich waren, war eher, dass, naja, eine Zusammenkunft ist für Menschen immer was Schönes. Dann erwartet man eigentlich ein Fest, dass es was zu essen und zu trinken gibt und gefeiert wird. Dann wurde nur geredet, das war mäßig interessant. Und dann, naja, hast du gezeigt, dass du eine Michaelitin bist. Und dann hingen sie dir an den Lippen. Ich weiß nicht, wie viel Inhalt da noch rübergekommen ist, weil, naja, deine Engelsgabe ist ziemlich beeindruckend. Du bist ziemlich beeindruckend. Ich bin mir sicher, dass die Botschaft angekommen ist. Auf den genauen Wortlaut kommt es nicht an. Es geht hier um eine Grundsatzentscheidung. Die Details können im weiteren Verlauf besprochen werden. Hat sich Roma Eterna schon gemeldet? Ich war noch nicht da. Ich wollte die Gespräche abwarten und deinen bisherigen Plan und mich dann in die Halle des Lichts begeben. Oder zumindest in meine Kathedrale, vielleicht klopfen sie auch bei mir. Mhm. Bisher hatte ich dieses Jucken im Hinterkopf noch nicht. Willst du wissen, was ich denke? Ja. Ich denke, Roma Eterna möchte, dass wir die Maschine sicherstellen. Und höchstwahrscheinlich, dass wir dieses Dorf vernichten. Die Maschine müssen wir auf jeden Fall sicherstellen. Und vermutlich Sverre und Emily auch. Mit dem Dorf? Naja, vielleicht nicht das ganze Dorf. Jedenfalls nicht die Kinder. Das würde den Gesetzen widersprechen. Aber naja, die Erwachsenen haben auch eine ziemlich schlechte Entscheidung getroffen. Also von der Seite. Sie handeln mit den Schrottbaronen. Sie haben schon jede Menge dumme Entscheidungen getroffen. Nun ja, sie haben getan, was sie mussten, um zu überleben. Und das Leben ihrer Kinder zu sichern. Nicht wahr? Engelsenergie in Menschenkörper? Noch so eine dumme Entscheidung. Ja, da sind sie einigen Fehlinterpretationen auferlegen, fürchte ich. Und welchen? Die Maschine ist nicht das, wofür sie sie halten. Wofür genau halten sie sie denn? Nun, für etwas, das Heilung bringt. Ja, dafür verwenden sie es im Augenblick. Ja, aber dafür ist sie nicht gemacht worden. Wofür dann? Große neugierige Augen, jede Menge des Interesse, das mich überspült. Danke fürs Koala-Kraulen, Bolesk. Diese Maschine ist ein Tor. Wohin? In den Himmel. Gut. Glaube ich. Ja. Das denke ich. Was denkst du, ist Gottes größte Eigenschaft, Liberiel? Weisheit. Er weiß, was denn jeder tragen und ertragen kann. Und er weiß, was zu welcher Zeit an welchem Ort gebraucht wird. Richtig. Und diese Welt
Ist sie eine Welt der Menschen oder eine Welt der Engel? Die Welt der Menschen. Ach, das wir ist sind wahr. Nur hier, um zu helfen. Das ist richtig. Und damit wir ihr helfen können, brauchten wir ein Tor. Also hat Gott in seiner Weisheit den Menschen ein Tor gegeben. Warum sollte Gott ein Tor brauchen, um uns herzubringen? Weil diese Welt nach seinen Regeln funktioniert. Und das ist die Welt der Menschen. Ja, und warum sollte er denn eine Maschine dafür nehmen? Das ergibt keinen Sinn. Das müssen wir Maschinen fragen, sind wenn verboten. Irgendwann Maschinen, Maschinen sind Schöpfungen vom Herrn der Fliegen. Sie sind nicht umsonst verboten, Citariel. Ich habe nicht alle Antworten. Nur ein paar. Ja. Das ist doch richtig so. Deswegen lässt du eine Kamele antworten. Ich bin auch noch nicht so weit im Orden aufgestiegen, dass ich alle Antworten hätte. Aber Gott braucht bestimmt kein Tor, um seine Engel auf die Erde zu bringen. Also jedenfalls kein Maschinentor. Wie kommst du überhaupt da drauf? Weil ich es gesehen habe. Und du konntest durchschauen und in den Himmel blicken? Hast du Vater gesehen? Oder unsere Geschwister dort oben? Nicht direkt. Schade. Ja, ich hätte einige Fragen. Aber wir werden uns wohl noch etwas gedulden müssen. Irgendwann gehen wir schon nach Hause. Dann muss ich ganz dringend Pandariel drücken. Ja. Sollte der Befehl lauten, dass wir das Dorf vernichten müssen, kannst du ihnen sagen, dass dies nicht nötig sein wird. Sie werden die Maschine bekommen. Mhm. Und wir werden dafür sorgen, dass hier alles den rechten Weg geht. Glaubst du denn, dass sie alle zurückkommen zur Kirche? Ich glaube, dass sie die richtige Entscheidung treffen werden. Und ich glaube, dass wir auf dieser Basis einen Weg finden werden, ja. Sie müssen aufhören, mit den Schrottbaronen zu handeln. Sie müssen alles, was sie an Technik haben, abgeben. Das weißt du. Ich bin mir nicht sicher, dass sie das freiwillig hergeben. Dieses Ganze, ich deute auf das Dach von dem Krankenhaus, alles, was da drinne ist. Diese piependen Dinger, an denen die Menschen dran sind. Du hast vorhin in der Rede nur von der Maschine gesprochen. Sie müssen alles abgeben. Ich habe davon gesprochen, dass sie vertrauen müssen. Und ich habe davon gesprochen, dass es Opfer gibt. Auf allen Seiten. Und ich habe davon gesprochen, dass wir gemeinsam eine Zukunft formen können. Das können wir. Und wenn sie sich dafür entscheiden, werden sie diese Maschinen nicht mehr brauchen. Wir sind hier. Gut, wenn du glaubst, dass sie alles abgeben? Nun, ich werde bestimmt noch einige Gespräche mit Emily führen. Und sie scheint Vernunft zu sehen, wo sie geht. Gut. Befleckt ist sie schon von der Technik. Sie hat im Himmel Raguels gedient. Und sie ist diejenige, die dafür gesorgt hat, dass die Menschen hier eben nicht wissen. Gut.
dann hat sie gut entschieden, dass nicht jedes Wissen für jeden Menschen ist. Das hat sie wohl. Wenn du glaubst, dass die Menschen zu retten sind, ich werde all meine Redekunst in die Waagschale werfen. Ja, das du weißt, wenn die Kirche anders entscheidet, auch gegen unsere Meinung. Und dann werden wir eine Schar haben, können. Die ihren Willen verstrecken wird, ja. Gut. Aber ich werde schauen, dass ich nicht vielleicht ein Wörtchen dann mit ihrem Michaeliten reden kann. Denn ich glaube, es wäre nicht gerecht oder weise. Ach, du meinst die andere Schar? Ja. Du willst den Befehl verweigern? Ich bin davon überzeugt, dass es weder gerecht noch weise wäre, dieses Dorf zu richten. Es ist Gottes Entscheidung dann. Wie kannst du das anzweifeln? Ich habe nicht das Gefühl, dass Gott das will. Gott hat mich heute an einen bestimmten Ort geführt, zu einer bestimmten Zeit. Und hat mir Dinge offenbart, über die ich nachdenken muss. Welche Dinge? Er hat mir das Tor gezeigt. Die Maschine, die sich für ein Tor hält. Wieso kann es nicht auch sein, dass es vom Herrn der Fliegen eine Täuschung ist und gar nicht in den Himmel führt, sondern in sein Reich? Es ist schließlich eine Maschine. Sie trägt die Symbole der Kirche. Und ich bin mir ziemlich sicher, so etwas Ähnliches schon mal gesehen zu haben. Wo? In den Himmeln. Vielleicht passen die Himmel darauf auf, damit sie nicht verwendet werden? Weil in Menschenhänden passiert offensichtlich schlimme Sachen. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Tor, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man das eine Maschine nennen kann, ehrlich gesagt. Weil ich es nicht wirklich in seiner Gänze begreife, aber ich weiß, was es tut. Dieses Tor ist, nun ja, das Tor für die Engel. Auf diese Welt. Naja, es kommt ja von hier fort. Das ist schon mal gut. Ich bin nicht damit einverstanden, wenn du die Schar anweist, den Befehl zu missachten, wenn der Befehl kommt, das Dorf zu vernichten. Das weißt du. Ich sage dir das. Dann wirst du dir die Frage stellen müssen, wem du mehr vertraust. Ich bin ein Engel des Herrn und ich diene und gehorche. Und ich bin eine Michaelitin. Die ist ja. Wie Gott. Ja. Du weißt bereits, dass ich an dir zweifle. Offensichtlich sind hier Raguiliten, die Verbindung zu Gott verloren haben. Vielleicht ist auch deine beschädigt durch den Verlust der ersten Schar. Hast jeden Tod mitgespürt. Und ich war kaputt. Und doch scheine ich dir mehr Anführerin als zuvor. Wie passt das zusammen? Gute Frage, das wird sich noch zeigen. Ob es nicht durch etwas Falsches ersetzt wurde. Wie hier in diesem Dorf. Die Gemeinschaft, die auf Engelsblut durch eine Maschine gepumpt besteht, statt der Gemeinschaft durch die Kirche.
auch durch etwas Verdrehtes ersetzt. Citariel, meiner Funktion als Ramilitin, ich werde dich im Auge behalten. Ich würde dich bitten, die Verbindung zu mir nicht wieder zu unterbrechen. Ansonsten werde ich Meldungen in Roma Eterna machen, dass man dich ersetzt und uns alle anderen Schaden zuteilt. Du hast die Chance, dich hier zu beweisen, dass du wirklich auf dem richtigen Weg bist. Auf Vaters Weg. Nur eine Interessensfrage. Hast du manchmal Erinnerungen, Gefühle, an die du dich nicht erinnern solltest? Dinge, die dir bekannt vorkommen, obwohl du weißt, dass sie dir eigentlich nicht bekannt vorkommen dürften? Merkwürdige Träume oder Visionen, die aus einem anderen Leben zu sein scheinen? Sowas wie Daniel? Nein! Solche Träume oder Visionen, Bilder habe ich nicht. Manchmal habe ich ein Gefühl, wenn ich die Menschen beobachte. Ja, wenn sie zusammen sind, in Gemeinschaft, wenn sie essen und feiern. Aber das liegt einfach an meiner Natur. Deswegen folge ich dem Pfad Sariels. Deswegen wollte ich Diplomatin werden. Deswegen beschäftige ich mich mit Essen und Kochen und Feiern. Und wäre gerne ein Teil davon, aber das ist, glaube ich, auch einfach ein Teil meines Wesens und meiner Aufgabe. Aber ich begreife langsam, dass ich nicht Teil davon werden kann. Ja, das liegt nicht an unserer Aufgabe. Leider hatte der Klostervorsteher von dem Ort, wo ich zuerst war, recht. Aber, naja, damals wollte ich ihm nicht glauben, jetzt verstehe ich es langsam. Was hat er denn gesagt? Dass wir uns nicht so sehr an die Menschen binden sollen. Wir sind keine Menschen. Es ist unsere Aufgabe abträglich. Sie sind so zerbrechlich und können so leicht fehlgeleitet werden. Und weil wir auch Gottes Liebe in uns tragen, werden wir dann traurig. Ihr Geist ist so zerbrechlich und so unbeständig im Vergleich zu unserem. Sie können noch viel leichter verführt werden. Und weil wir sie in unserem Herzen tragen können, schließlich sollen wir sie auch beschützen. Wie soll man etwas beschützen, das man nicht liebt? Kann man uns durch sie angreifen? Und du bist doppelt anfällig. Du hast ja nicht nur Menschen in deinem Herzen, sondern auch noch eine Schar. Aber wie gesagt, Gott hätte dich nicht zu einer Michaelitin gemacht, wenn er nicht der Meinung wärst, du kannst es tragen und ertragen. Das ist richtig. Aber eine hast du schon verloren, also schwierig. Wir sind alle da, wir passen alle auf dich auf. Geh nur nirgendwo mehr alleine hin, das wäre gut. Und wenn du sagst, die Menschen hier können gerettet werden, versuche ich es mit dir. In Ordnung. Sollten dir jemals Zweifel kommen, zum Beispiel an deinem Verstand oder Fragen, die du nicht beantworten kannst? Du kriegst Amüsement mit der Antwort in Gedanken. Dann gehe ich in die Halle des Lichts und suche mir die Antwort. Wenn du sie dort nicht findest, dann komm zu mir.
gerne. Und wenn du Fragen hast, kann ich dir vielleicht helfen. Sofern das Wissen nicht zu gefährlich ist, gebe ich dir gerne eine Antwort. Nun gut. Dann würde ich mich vom Dach des Krankenhauses abstürzen. Schau dir kurz hinterher. Fliegen. Na ja, dann spanne ich mal die Flügel auf und spring dir hinterher. Das ist erstmal so ein Trudeln, aber ich krieg's relativ zügig aufgefangen dann. Aber so elegant wie du bin ich bei weitem noch nicht. Und in meinem kleinen privaten Kämmerchen außerhalb des Gedankenkanals sie ist noch nicht so weit. Sie ist noch nicht so weit. Aber der Tag wird kommen. Und dann wird sie Fragen haben, die sie nicht in der Halle des Wissens finden wird. Wahrscheinlich. Aber bis dahin muss ich warten. Und geduldig sein. Weil das Fass jetzt aufzumachen, wäre nicht so gut. Nicht, wenn ich vorhabe, dieses Dorf zu retten. Also... Ich hätte dafür sogar eine Antwort parat. Das ist okay, aber du bist noch nicht so weit. Also ist okay. Beenden wir es hier. Und dann kommen wir zurück in den Gemeinschaftsraum. Und ich gehe als erstes rein und es ist so ein... Ja, aber irgendwie sind jetzt alle beisammen. Andrea liegt immer noch so wie vorher und wenn sie das dann so sieht, dass du so machst, lässt sie so ein bisschen traurig die Flügel hängen und Wir sind alle zusammen. Kommt alle hierher. Da ist noch ein Küchlein, wir haben es dir übrig gelassen. Jawohl. Zitarie muss das essen. Ich hatte schon jede Menge. Ihr könnt es euch auch teilen. Ich nehme das und reiche es Zitariel rüber. Wisst ihr? Wir sind alle zusammen. Wir haben so einiges durchgemacht. Wir haben... Naja, uns gegenseitig erstmal kennenlernen müssen und wir sind abgestürzt und... Haben eine Lawine überlebt. Wir haben zusammen gekämpft. Wir mussten schwere Entscheidungen treffen. Wir sind dabei beinahe zerbrochen. Aber jetzt, wisst ihr, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt enger zusammen als sonst. Als jemals zuvor. Ich bin gerne mit euch zusammen. Wahre Worte. Ja, das geht mir genauso. Und wir haben eine Aufgabe. Wir müssen jetzt warten, wie die Antwort der Dorfbewohner aussieht. Ja, genau. Ich werde noch in der Halle des Lichts erwartet, wenn ihr mich entschuldigt. Ich muss auf die Antwort des Roma Eterna und von meinem Himmel warten. Dann setze ich mich in die Ecke. Lehne mich ein bisschen an und spreche mein Mantra. Und du erscheinst in deiner Taverne. Leer. Bis auf die Gestalten, die du selbst erschaffen hast. Ganz anderes Feeling als das, was Inariel gerade beschrieben hat. Das ist so ein gruseliger Keller. Aus der Ecke, genau wo die Kellertür ist, davor steht Daniels Abbild, guckt dich grimmig an. Du könntest doch echt mal lächeln. Diese Daniels Figur. Zufolge hat, dass ich hingehe und ihm so die Mundwinkel hochziehe. Ja, was einen sehr gruseligen Joker-Grinsen-Ausdruck macht jetzt.
Ich klopfe das wieder zusammen. Ach Mann. Ich erinnere mich an ein Lied und lasse es hier in der Taverne erklingen. Es heilt aber, weil niemand wirklich mitsingt. Warum ist das jetzt so falsch? Vielleicht ist der ganze Ort einfach vergiftet. Vergiftet Daniel sogar schon. Zetariel. Ich muss aufpassen, dass es nicht Lyriele und Dan und Inariel auch vergiftet. Dann setze ich mich raus in den Rosengarten und warte auf das Läuten. Also so raus, wenn du rausgehst in den Garten, hat er sich ein bisschen verändert. Die Blumen wirken blasser. Das Gras ist nur noch so ein bisschen bräunlich-grün. Ganz anders, als du es erschaffen hast. Bin ich zu weit weg vom Himmel. Es muss doch an diesem Ort liegen. Oder macht diese Maschine mehr? Und entzieht uns auch auf die Ferne die Kraft? Ohne dass wir daran irgendwie angeschlossen sind? Ich verlasse meinen Himmel und mache mich auf den Weg zum Tor von Roma Eterna oder Kirikil. Von Roma Eterna. Dem Engel dort. Würde dort klopfen. Mir Einlass gewährt. Ja. Sitzt hinter so einem Schreibpult. Schaut dann auf. Mein Name ist Liberiel aus der Schar von Zetariel. Wir sind in Raguls Land. Ich bin hier, um Befehle abzuholen. Falls es schon welche gibt. Moment. Der geht durch so ein paar Papiere durch. Macht dann so einen Nasenrümpfer und kriegt so ein paar große Augen. Ah, hier. Liberiel. Reicht dir denn das Papier? Guck drauf, was steht drauf? Ist halt eingeschlagen und versiegelt. Aber ich kann das ja eh nicht mit rausnehmen. Ich muss es also lesen, oder? Ja. Kannst du gerne machen. Ja, ich breche das Siegel und lese es. Da steht dann der Befehl, der nicht aus Roma Eterna zu kommen scheint, also nicht von dem obersten Michaeliten oder von Petrus Secundus oder so stammt, sondern von dem obersten deines Ordens. Eine Schar Rameliten ist unterwegs. Die Maschine muss geborgen werden, sichergestellt. Kein Mensch darf Zugang bekommen, kein anderer Engel darf Zugang bekommen. Die gefallenen Engel sind zu eliminieren und jeder, der mit der Maschine Kontakt hatte. Jeder. Nochmal groß geschrieben. Was heißt, der Kontakt ist jetzt eine Auslegungssache. Der andere Engel schaut hoch, was? Nichts, alles gut, vielen Dank. Ich nicke ihm zu und mache mich auf den Weg zurück. Schlage dann bei uns die Augen auf und wir haben Befehle erhalten. Na, ich gucke dich gespannt an. Du hast Befehle erhalten, ne? Wie bitte? Es war nicht an die Schar adressiert, es war an dich adressiert. Es war an mich adressiert. Deswegen stand auch nochmal dick jeder da. Jeder.
du Schreck. Dann gehe ich erst in meinen Himmel zurück. Oder nicht in meinen Himmel, in meine Kathedrale. Ja. Daniel stehe grinst oben immer in noch. Dem großen... Wie bitte? Daniels Figur grinst. Daniel, komm mit nach oben. Geht ihr nach oben, da wo du die Überreste von dem anderen Engel noch gehortet hast? Oder wo wolltest du hin? Ja, dahin, wo die ganze Schar steht. Ich hatte ja ein Obergeschoss eingezogen. Und stehe dann im Kreis meiner Schar und schaue sie an. Und schaue lange Cetariel an, weil die hat vor dem Tor gestanden. Von den anderen weiß ich ja nicht, dass sie was von dem Tor wissen. Hatten ja keinen Kontakt mit der Maschine. Soweit wie du weißt, was passiert ist, als die anderen mit Cetariel weg waren. Ganz genau. Zieh mir meine Karte. Aber sicher doch, damit wir das heute auch mal gemacht haben. So, einmal Karte. So, die nächste Karte ist das 18. Arcanum, das Buch der Bücher. In aufrechter Bedeutung. Schön, hoffentlich. Enthüllung, Intuition, Bekenntnis, Empfänglichkeit, Denken, Geheimnis, Rätsel, Romantik und Offenbarung. Romantik. Romantik. Okay, ich stehe also in diesem Kreis von meinen Freunden, von meiner Schar. Und da ist diese unglaubliche Traurigkeit, die sich breit macht in der Brust. Ich muss mich entscheiden zwischen der Kirche, beziehungsweise zwischen meinem Orden und meiner Schar. Und was passieren wird, ist, dass zwei Liberials dort stehen, nebeneinander. Die eine mit steinerner Miene, kalten Augen, ohne Emotion. Und die andere, die völlig panisch auf dieser Einstarrt, voller Schrecken, warum sie jetzt plötzlich selbstständig, ohne gerufen zu sein, dort steht. Und ich bin das, was die Kirche gemacht hat. Wozu der Orden mich geschaffen hat, sagt die ohne Emotionen. Aber eine Familie ist was Tolles. Ich hab doch schon zwei verloren. Meine erste Schar. Und da ziehen Bilder vor Liberiels Augen vorbei. Von einer Kinderschar, die im Kreis standen und Ringelreihen getanzt haben. Zu ihrem Geburtstag. Und ihren Blumenkranz um den Hals gelegt haben, selbst geflochten. Man hört diese Kinderstimmen. Es ist so schön, dass du da bist. Und dann eine andere Stimme, die ruft, Kuchen! Und die Kinder laufen gemeinsam in ein großes Gasthaus mit offenen Fenstern, mit Blumenkästen davor. Das erstaunliche Ähnlichkeit hat mit dem, was du erschaffen hast. Ganz genau. Wem gilt jetzt deine Loyalität? Fragt die emotionslose Liberiel. Herz oder Kopf? Liebe oder Weisheit? Das ist deine Entscheidung.
Citharil hat von Entscheidungen gesprochen. Jetzt entscheide du dich auch. Für immer Keller und Dunkelheit? Gegen die Kirche verstoßen? Kann ich nicht? Nein, du kannst nicht beides haben. Verschwinde, ich will die Kuchen! Und damit reiße ich die Augen auf, starre euch an. Ich habe Befehle erhalten und sie sind nicht schön. Ich will dich nicht umbringen, Citharil. Was? Danke. Ich komme zu dir, Liberiel. Ich nehme dich in den Arm. Alles gut. Du hast mit Citharil geredet. Das musst du nicht tun. Wir finden eine gemeinsame Lösung. Der Befehl sagt, die Maschine muss sichergestellt werden. Ich darf euch das nicht mal sagen, weil es ein Ordensbefehl ist. Aber jeder, der Kontakt zu der Maschine hatte, zu dem Himmelstor soll eliminiert werden. Himmelstor? Ist egal. Du hast doch mit Citharil geredet. Ich starre Citharil an. Wir finden eine Lösung. Ja. Denn Gottes Weisheit, ich gucke dich an, Gerechtigkeit, ich gucke Daniel und Inariel an und Liebe, ich gucke Lyriel an. Und ich habe dir gesagt, dass das nicht weise oder gerecht ist. Man hört von irgendwo aus dem Gedankenkanal von Lyriel ein Geburtstagslied kommen. Ja, ich guck dich vielsagend an. Du weißt ganz genau, was ich dich vor kurzem gefragt habe. Wie gesagt, wenn du reden willst. Ich verstehe es nicht. Ich auch noch nicht ganz. Ich glaube, der Ort ist giftig. Ich glaube, er macht irgendwas mit uns. Wir müssen das Dorf verlegen, weg von hier. Inariel hat irgendwas von Gift gesagt hier. Es werden jetzt einige Umbrüche kommen. Mit dem, was du mir gesagt hast, kann ich durchaus arbeiten. Und deine Scharamiliten ist auf dem Weg hierher. Das wird bestimmt nicht einfach. Aber ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung. Die Frage ist, bist du dabei? Ja, Hundeaugen von Nina. Daneben sitzt der Welpe Lyriel. Die Maschine muss weg. Zumindest den ersten Teil des Befehls müssen wir umsetzen. Die Maschine muss so oder so weg. Und das Dorf muss verlegt werden. Es gibt sicherlich einen schöneren Ort als den. Die Maschine wird weiter weg vom Brandland. Und für den Rest finden wir eine Lösung. Die Maschine wird nicht hier bleiben. Die Engel müssen beseitigt werden. Also nicht du! Ich gucke Lyriel an. Ich habe dir gesagt, sie werden sterben.
Sie sollten eh nicht mehr hier sein. Auch Sphäre muss gehen. Ist auch schon viel zu lange hier. Sie sind darauf vorbereitet. Ich schenke ihr ein relativ trauriges Lächeln, nicke aber. Du musst nicht da sein. Man merkt ganz deutlich, dass Liberiel damit hadert, wie sie jetzt entschieden hat. Aber dass sie auch wirklich nicht bereit ist, wieder eine Schar zu verlieren. Also diese Suche nach Gemeinschaft ist gerade sehr stark. Wie tastende Tentakel, die so nach euren Geistern touchen. Du spürst von mir über den Kanal nur Zuneigung. Und Inariens blöden, unerschütterlichen Optimismus. Was kommt von Daniel? Von Daniel kommt auf jeden Fall Zuversicht, dass wir als Schar gemeinsam eine Lösung finden werden. Und Dürriel? Die teilt grundsätzlich die Zuversicht, ist aber durchzogen von Traurigkeit, aber halt, weil sie nicht alle retten können. Ja. Und von Zetariel kriegst du sehr viel Empathie und dann macht sie einfach auf. Das ist jetzt das erste Mal, dass ihr Zetariel ungefiltert komplett im Gedankenkanal habt. Und sie guckt euch an und sagt, ihr seid meine Schar und wir werden das hinkriegen. Und ich werde euch beschützen, so wie ihr mich beschützt. Und wir werden eine Lösung finden. So wahr Gott uns helfe. Denn wir sind Engel des Herrn. Wir beschützen die Menschen. Und unsere Familien. Ja, und ja, auf diesem die Kamera geht, wenn man sich die Kamera vorstellt, jetzt aus dem Gesicht von Zetariel schwenkt sie über die ganze Schar, schwebt dann nach draußen durch die Tür, dem Dorfplatz, wo Emily und die anderen beiden in diesmal in ragolitischer Ordenstracht stehen. Neben ihr Sverre, der Engel, mit etwas gesenkten Flügelchen. Neben Sverre steht eine junge Frau. Und im Hintergrund gebeugt und auf Gehhilfen gestützt die beiden Engel ohne Flügel. Und dann dreht sich die Kamera noch einmal um den ganzen Dorfplatz herum, fliegt weit nach oben und am Horizont erkennt man in der untergehenden Sonne Engelsflügel. Und die Kamera wird schwarz. Und wir beenden an dieser Stelle diese Runde. Mit einem offenen Ende. Aber mega offen. Das ist okay. Ja. Wer weiß. Ich kann die Geschichte selbst zu Ende. Vielleicht erzählen wir die Geschichte irgendwann einmal weiter, aber fürs Erste ist es an dieser Stelle wir haben die Schar endlich zusammenbekommen. Es war nochmal ein harter Kampf am Ende mit Liberiel, aber wir haben es hingekriegt. Und ja, manchmal zerbrechen Engelsscharen an der Wahrheit,
Diese hier findet sich aufgrund der Wahrheit, was ich ganz schön finde. Ja. Und ich finde es auch ganz schön, das offen zu lassen, was aus der Schar wird. Denn das gehört eigentlich in eine andere Geschichte. Nicht in die Geschichte, dass sich die Schar findet. Ja, es hat mir unglaublich Spaß gemacht mit euch. Falls ihr euch jetzt fragt, irgendwie da draußen, warum hat der kein Bild mehr? Ich habe hier meinen Sohn auf dem Arm. Der möchte nicht ins Fernsehen. Deswegen nur meine Stimme. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Projekt mitgemacht habt. Vielleicht finden wir irgendwann mal nochmal die Zeit und die Muße, irgendwie die Geschichte an dieser oder an einer anderen Stelle aufzugreifen und weiterzumachen. Aber fürs Erste ist diese Runde damit erstmal beendet. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch auch auf diese emotionale Reise begeben habt, die bis zum Ende durchgestanden habt. Ich finde, dass man kann diese Runde schon fast irgendwie als eine Art, ja, Glaubensfindungskurs oder sowas irgendwie verkaufen. Oder als Gemeinschaftsbildungsbeispiel anhand einer Fantasiegeschichte. Ich finde das unglaublich toll, was wir hier gemeinsam erzählt haben. Danke, dass ihr das mit mir gemacht habt. Und an euch da draußen vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass euch das Spaß gemacht hat, dass ihr kommentiert habt. Hinterlasst auch, wenn ihr es nachschaut, auf YouTube auch noch einen Kommentar. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, machen wir jetzt den normalen Afterstream nicht mehr. Aber wir reden noch vielleicht noch 10 oder 12 Minuten an dieser Stelle offen mal über das Ende jetzt hier noch am Ende im Anschluss. Und so ein bisschen rührselig bin ich gerade. Das geht mir ganz genauso. Das ist erstaunlich. Ich muss sagen, dass ich so eine Runde wie die in der Art, glaube ich, noch nie hatte. Es ist eine, die ist jetzt nicht besser als andere Runden oder schlechter, sie ist anders. Und ja, ich bin rührselig. Es ist emotionale Reise, genau das hatte ich auch so im Kopf. Und das war es auf jeden Fall. Und es war wunderbar. Und ich bin gerade auch 1000 Tote gestorben, als Yamera sich einfach nicht hat klein kriegen lassen. Weil sie halt den Charakter dort gespielt hat. Und naja, der Kuchen war es. Den Kuchen kann man nicht sagen. Wir haben Kuchen. Fantastisch. Vielen Dank an dich, Koali, dass du das so erzählt hast, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, das so zu spielen, gerade auch jetzt. Ich glaube, es ist auch nicht einfach. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, Spielleiter wirklich einfach mal jetzt diese ganze Runde die Klappe zu halten und nichts zu sagen. Aber es war nötig und danke an euch anderen. Das ist toll. War eine super tolle Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand auch das Ende mit Liberia jetzt. Liberia hatte ja so einen eigenen kleinen Sideplot in der Runde, die sich mit der Zweigeteiltheit ihrer selbst befasst hat. Und fand das was du das jetzt so gegen Ende nochmal so ausgeschildert hast, das war ein schönes, rundes Ding, glaube ich, auch um den eigenen Sideplot nochmal mit der ganzen Gruppe nochmal zu verbinden. Das hat mir sehr gut gefallen. Noch ein arg bitterer Beigeschmack, wenn du dich für den Keller entschieden hättest. Ja, auf jeden Fall. Aber die Wirklichkeit bestand halt, und deswegen sagte ich mir mal die Karte. Ich hatte auch für diese Situation hatte ich auch eine Idee im Kopf, aber die verrate ich jetzt mal nicht. Doch, verrat sie uns! Also die Alternative wäre halt wirklich gewesen, dass die Emotionale in den Keller geht und diese Kellerklappe verschwindet. Dann wäre sie gefangen, also es ist ja eine ihrer Phobien, ist ja Dunkelheit und Enge mit den Krabbelfiechern da unten drinne. Und das wäre halt für die, sage ich mal, echte Liberiel
absoluter Horror gewesen und sie hätte halt bei euch die Augen aufgeschlagen und alle Emotionen wären unwiederbringlich weg gewesen. Außer ihr hättet vielleicht den Ramiliten gefunden, der in ihre Kathedrale eindringen kann und irgendwie diese Klappe wieder aufbekommen hätte. Weil dann hätte sie jetzt das Siegel oben drüber legen können im Grunde, dass man da nicht mehr dran kommt. Die Gabe gibt es ja. Und dann wäre Schicht im Schacht gewesen. Und dann hätte sie gesagt, dass sie jetzt geht und den kommenden Ramiliten entgegenfliegt und hätte dann mit denen gemeinsam gegen Citariel und gegen das Dorf gekämpft. Genau, deswegen die Karte. Aber Romantik und Offenbarung war jetzt hier genau das Passende, um das zu verhindern. Vor allem nachdem Inariel ihr vorher auch noch gesagt hat, dass er sie lieb hat. Genau. Also, wenn die Karte jetzt anders gekommen, also anders interpretiert worden wäre, nachdem da, ja. Aber war wirklich eine schöne Entscheidung und war auch, also ich muss ja dann an der Stelle auch sagen, ich habe auch selten so mega intensive Runden. Feder hat mich schon zum zweiten Mal zum Weinen gebracht. Nein, ich habe nicht mitgekriegt, wie ich so dringend zur Toilette musste. Verdammt, aber ich komme wieder, sehe Tränen in den Augen und diesen Satz, dann musst du mich jetzt töten. Ich dachte, was ist das? Das habe ich nie gesagt. Ich glaube, so ähnlich. Was zur Hölle? Ich glaube, du kamst wieder bei, ich werde alle Menschen in diesem Dorf töten heute Nacht. Irgendwie sowas. Ja, aber halt die Herausforderung an dich so, verhindere das. Wenn du das nicht willst, dann tu jetzt was. So. Was? Wieso? Ja, nein, das ist bei mir, das war auch beim ersten Mal schon quasi, also ich bin da jetzt nicht irgendwie getriggert oder so, sondern das ist eher ein Kompliment daran, wie gut es einfach ist und wie sehr es halt schafft, mich zu berühren. Deswegen, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt da für mein Leben geschädigt bin. Im Gegenteil, ich fand das sehr, sehr schön. Und generell die ganze Runde. Ja. War schön. Ja, dem kann ich mich definitiv anschließen. Es war eine sehr schöne Runde, eine sehr intensive Runde mit vielen Hochs und Tiefs für die Charaktere. Ich bin sehr beeindruckt, in welche Richtung sich dann Daniel letzten Endes doch noch entwickelt hat. Das war nach dem Prelude. Ich habe es mir heute Mittag extra nochmal angeschaut. Nicht so zu erwarten. Also, ich glaube, Daniel ist der Charakter von mir, den ich am meisten entwickelt habe im Laufe einer Runde. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, also einige Leute denken ja vielleicht, okay, Daniel als Charakter ist jetzt halt total still und macht halt relativ wenig. Aber ich finde, Daniel ist halt auch ein sehr tiefer und Charakter, der sich halt auch enorm, was du ja gerade sagtest, enorm entwickelt hat. Obwohl er halt wenig, in Anführungsstrichen, Screentime gekriegt hat. Aber halt durch die Ereignisse, die um ihn herum passiert sind, die haben ganz viel mit dem Selbst von Daniel gemacht. Und immer, wenn es gerade drauf ankam und an den Wendepunkten der Geschichte, bist du immer reingegangen und hast die aufgegriffen und hast dann erzählt, wie das Daniel beeinflusst. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Irgendwie, manchmal muss man gar nicht so viel tun, gerade auch, weil Daniel als Charakter ja auch eher so der stille, stoische Krieger war, der auch gar nicht so viel in Gesprächen teilnehmen will und kann. Kam ja heute auch nochmal vor, ich verstehe das einfach nicht, was da jetzt erzählt ist, ne? Aber man hat immer das Gefühl gehabt, dass der Charakter lebt und dass da was hintersteckt und dass da was kommt. Und das fand ich, das ist noch eine Kunst, irgendwie mit einem Charakter, der wenig Screentime hat, der sich wenig ausdrückt, trotzdem so eine Tiefe zu schaffen. Das ist echt gut. Er war ja auch immer da, wenn es wichtig wurde. Genau, aber das muss man als Spieler ja erst auch erstmal hinkriegen, ne? Oh ja. Ja, ich bin nie wieder ein Anführercharakter. In der Faschistoiden-Gruppe. Oh.
Runde. Anspruchsvoll. Ich bin die letzten Wochen 1000 Tote gestorben. Ich hatte Lampenfieber ohne Ende vor dieser Folge. Ich habe mir 1000 Wege ausgemalt, wie es laufen kann. Keiner von denen ist so gekommen. So, immer so. Du hast es echt gut gemacht und auch die Reihenfolge, wie du die Leute gegriffen hast, fand ich sehr sinnig. Vor allem, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das halt großartig für mich sozusagen oder für Lyriel sozusagen was kommt, weil Lyriel war ja schon von Anfang an, von ihrem Prelude an, war sie immer schon der Rebell und oder halt, ne? Ich habe es ja dann auch eben gesagt, in den Leitspruch noch nie gerne gesagt, zumindest nicht die letzte Zeile. Wir sind die Engel des Herrn, kann ich mich mit abfinden. Boten des Lichts kann ich mich mit abfinden, aber hören und wir gehorchen kann ich mich nicht mit abfinden. Deswegen war ich halt auch irgendwie in der ersten Sekunde, ich war halt wirklich baff so, okay, Lyri, okay, ich kriege ein Gespräch, okay. Ja, aber der Inhalt war dann, also war stimmig, klar, ne? Also ja, sie muss halt richtig was tun, ja. Ich muss da halt dieses Hören und Gehorchen mal auf einer anderen Ebene einfordern. Ja. Ne, weil, ja. Also, Cetharil hat auch eine Entwicklung durchgemacht. Ich würde nicht sagen, dass sie da ist, wo sie angefangen hat, auf keinen Fall. Da war sie so dieser idealistische Michaelit und der wurde dann ja noch, bevor diese Runde angefangen hat, zerbrochen und dann war sie dieser kaputte Michaelit, der nicht wusste, ob sie überhaupt dazu taugt, Michaelitin zu sein oder nicht und überhaupt. Und da ist sie jetzt so langsam reingewachsen halt durch die ganze Interaktion mit euren coolen Charakteren und hat so von jedem so ein bisschen was mitgenommen. Und halt wirklich ausschlaggebend war dann tatsächlich der Satz von Emily in der letzten Folge, wo sie dann einfach gedacht hat, doch, okay, ja, ich krieg das hin, irgendwie. Also, ich verstehe jetzt mehr, als ich gedacht habe und irgendwie kann ich mir das in meinem indoktrinierten Kopf dann doch zusammenpuzzeln, dass es stimmt. Ja, ich fand den Twist, den du selber ja ins Spiel gebracht hast im Gespräch mit den anderen, fand ich halt auch sehr gut, wie du in der Welt erklärst, wie es trotzdem irgendwie wieder passt. Das erklärt für sie halt auch, warum sie zum Beispiel warum sie Gottes Stimme nicht direkt hört. Was ja sonst immer so behauptet wird von der Kirche, dass wir halt quasi ja Gott auch direkt spüren können oder ähnliches, weil sie hatte ja diese Verbindung nicht mehr. Sie hat sich immer abgeschnitten gefühlt von Gott, nachdem sie ihre erste Schar verloren hat, weil sie halt gedacht hat, er ist vielleicht wütend auf sie oder ähnliches. Und für sie erklärt das jetzt, ja, aber ich stecke in einem Menschenkörper, der mir quasi geschenkt oder geliehen wurde. Und vielleicht müssen wir deshalb auch nach einer bestimmten Zeit zurückkehren, weil halt sonst der Körper kaputt geht, was ja nicht fair ist dem Menschen gegenüber. Und sowas halt. Das ist halt gut, dass Cetharil nicht weiß, was mit den Körpern dann passiert. Darüber reden wir nicht. Das ist halt das, was in ihrem Kopf jetzt natürlich Sinn macht. Ja, natürlich, ich bin eine Engelsseele. Das haben sie immer gesagt. Ich komme vom Himmel, komme hier hin, in einen Menschenkörper. Haben sie immer gesagt. Jetzt ergibt es Sinn. Ja, das sind die verschiedenen Stufen der Erkenntnis, ne? Ja. Genau, die verschiedenen Stufen der Erkenntnis. Diese Runde war ganz intensiv auf verschiedenen Leveln. Also wie gesagt, das war so der erste Anführercharakter, den ich je gespielt habe. Und es ist echt anstrengend. Das hast du aber sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, wir hätten keinen besseren Michaeliten bekommen können. Ich hoffe, ich habe niemanden irgendwo zu sehr bevormundet. Ich habe immer so gedacht, machst du das jetzt? Ist das cool für alle? Ist das spielfördernd? Ist das nicht so cool? Oder was tust du jetzt? Ich habe mir auch echt überlegt, also wie gesagt, vor dieser letzten Runde, soll ich Lyriel konfrontieren oder nicht? Und dann dachte ich so für mich, doch, du musst sie eigentlich konfrontieren, weil du kannst das nicht so stehen lassen, diese ständige Befehlsverweigerung hinter deinem Rücken, das geht nicht, wenn du planst, die Kirchen zu untergehen. Das funktioniert nicht. Ja gut, obwohl dir ja klar sein müsste, dass das was ist, was sie unterstützen würde. Aber gut, klar, nein, ich fand es wirklich mega cool. Wie gesagt, es war definitiv sehr, sehr stimmig. Das Spiel ihres Lebens. Ja. Und ja. Es gibt auch in der Welt selber, also um das jetzt mal ein bisschen auch im Plot halt mal zu öffnen, gibt es halt auch die Möglichkeit,
sich den abtrünnigen Engeln anzuschließen. Diese Organisationen gibt es halt. Ne? Es gibt noch andere Engel, die die Wahrheit erfahren haben und ihren eigenen Weg versuchen zu gehen. Und man muss halt nur gucken. Also auch das, was die Kirche ja über die Schrottbarone immer behauptet, was Liberia ja heute auch nochmal irgendwie deutlich gemacht hat, ne? Dass sie eigentlich gar nicht genau weiß, was die Schrottbarone machen. Die sind einfach böse. Ne? Und wenn man dann irgendwie mal dahin, also das wäre halt ein Plot, den man dann auch noch spinnen könnte im Anschluss jetzt, so der Kontakt mit der anderen Seite, die wahrscheinlich genauso indoktriniert gegen die Kirche arbeiten, wie die Kirche gegen die. Und dann zwischendrin halt aber mit der Wahrheit hantiert. Und mit der Wahrheit muss man in dieser Welt halt auch erstmal klarkommen, weil solange es diese Vision von der angelitischen Kirche gibt, solange gibt es ja einen Hoffnungsschimmer. Und wenn man mit der komplett kalten Wahrheit konfrontiert wird, es gibt keinen Gott, es gibt nur die Monstren, die in der Finsternis lauern und die uns an den Kragen wollen. Und wir müssen uns irgendwie mit allen möglichen Mitteln versuchen, selbst zu schützen. Das ist halt dann ein ganz anderer Aspekt, der nochmal, was ist grausamer halt, ne? Das ist die Frage. Also das ist auf jeden Fall, Hotney, da hast du recht, ne? Vor dem Spiel ja gesagt, es ist eine komplette Dystopie, die hier aufgebaut ist, weil in allen möglichen Richtungen gibt es einfach nur Schlechtes. Auf die eine oder auf die andere Art. Deswegen vergleiche ich dieses System ganz gerne auch immer mit Warhammer 40k. Nicht nur, weil das auch hier und da Parallelen mit den Engeln hat und mit den Space Marines, die ja ähnlich sind wie Engel. Und andererseits halt, weil es halt sehr am Rand ist, obwohl man das halt als Spieler nicht so ganz lange halt nicht mitbekommt. Und wenn man es dann mitbekommt, dann ist es halt so ein Mindblowing-Ding. Aber man kann es halt auch nur einmal machen. Wenn man es dann weiß, dann ist es halt nicht mehr so krass. Es ist ja auch eine Frage, wie kommt es dann raus und wie agiert die ganze Gruppe damit? Also ich finde, man kann es hat trotzdem unheimlichen Widerspielwert. Ja, definitiv. Also du kannst es ja mit dieser Wahrheit man kann da ganz viel mitmachen noch, ne? Also wie agiert man damit? Man kann da irgendwelche so auch dann Shadowrun-Plots mit irgendwie machen, ne? Wir sabotieren jetzt die Kirche, wir versuchen die Artefakte zu sammeln. Und ja. Man kann auch Monsterjäger weitermachen, ne? Irgendwie, indem man nur Traumsa-Kreaturen. Ein möglicher Plan war, wir machen unseren eigenen Himmel auf. By the way. Ja. Den hatte ich auch. Ja, hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, ja. Wir behalten die Maschine, wir machen unseren eigenen Himmel auf und die können uns alle mal. Ja, ich meine, du hast da eine Maschine, die Engel quasi herstellt oder auch kräftigen kann. Du hast so ein paar Engel, die du kräftigen könntest. Wir könnten uns alle in ultimative Engel verwandeln. Jeder kriegt die Fähigkeiten von allen Orden. Ja, ob das... Ja, ich glaube, das mit der einen Maschine wird das nicht funktionieren, aber ja. Aber zumindest hätten wir alle noch Raguls-Kräfte dazu. Ja. Das wäre doch schon mal was. Ja. Ich weiß gar nicht, was können die dann Raguls brechen nicht. Ich wollte gerade sagen, was können die... Dann stürmen wir den nächsten Himmel und holen uns da die Maschine. Ja, also. Kann mich auch nicht da machen, ne? Genau, wir müssen zuerst den Ureliten. Kriegen wir die Unsichtbarkeitsmaschine, dann machen wir uns alle unsichtbar und dann haben wir vielleicht auch irgendwann die Chance, bei den Gabrieliten einzusteigen. Ja, dann müssen wir vielleicht vorher zu den Raphaeliten, weil dann könnt ihr euch alle Spinnen des Lebensfadens holen und durch Berührungen Lähmungen hervorrufen. Die Gabrieliten einfach alle lähmen und dann können wir denen ihren Scheiß auch wegnehmen. Ja. Ich denke, die nächste Staffel wird dann so eine Heist-Kampagne, so 5 Ebenen. Das könnte man machen. Man könnte auch einen komplett politischen Plot draus machen, also so wie es halt auch in dem Hörbuch, was ich mit der Mario halt vorgelesen habe, Hiobs Botschaft, ne, wo es auch ein bisschen darum geht, auch mal so die Ränkespiele innerhalb der Kirche darzustellen und wie welchen Einfluss die auf in Anführungsstrichen abgefallene Engel haben. Ja, da gibt's ganz viel Zeug. Und man könnte natürlich auch noch die Plots halt bespielen, die halt irgendwie in der Welt selber halt noch offen sind. Zum Beispiel die Insel Großbritannien, die ja abfällt und so, ne?
Und die Welt bietet halt auch noch ein paar ein bisschen mystische Aspekte, ne? Ja, also da gibt's vieles, was man noch bespielen kann, jenseits von dem, ich entdecke jetzt mal, was mit dem Engel gerade los ist. Aber das ist irgendwie so das, was auf der Hand liegt, was man bespielen sollte, kann. Leider viel zu unbekannt, das Setting. Jetzt. Du bist gemutet, Feder. Wir hören dich nicht. Hätten wir alles haben können, aber wir wollten ja unbedingt die Reise ausspielen. Man kann ja nicht, ja. Man kann ja auch nicht alles auf einmal machen. Ich finde jetzt ja auch diese Scharwerdung ist halt auch irgendwie, finde ich, ist ein schöner Plot. Einfach irgendwie. Und dann haben wir jetzt auch gut schön zu Ende gespielt, auch stimmig. Und das passt auch. Ja. Ich habe mal gelesen, eine Gruppe wenden. Bitte nicht. Ich konnte mich nicht gegen die Gruppe wenden. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich frage mich aber im Nachhinein, ob es Charakter konsequent war. Ja, Kuchen. Ja, Kuchen. Doch, mit Kuchen ist alles begründet. Liberia wurde immer irgendwie von so einem tiefen Wunsch nach Harmonie und Gemeinschaft getrieben. Also in dem Sinne war es schon sehr konsequent, fand ich. Ja. Also. Vielleicht war es schneller, als sie eigentlich entschieden hätte, aber vielleicht. Das wäre das, wo sie sich hin entwickelt hätte schon. Ja, vielleicht. Ja. Ach, es war so gut mit euch. Aber ich saß da auch so, bringt Zitaril um. Versuch's. Ja. Ja, Yamera hat es ja am Anfang, als ich es beschrieben habe, auch gar nicht gecheckt irgendwie. Ne? Deswegen, genau. Ja. Nicht direkt am Anfang. Ich so, das wird lustig, die kann gar nicht kämpfen. Wir fliegen halt auch weg. Genau, ich kann einfach wegfliegen. Ja, und wenn man sich jetzt... Ich kann mein Schwert elektrisch aufladen. Wenn man jetzt auch nochmal das Lied, was halt irgendwie in der Taverne gespielt wurde, als ihr in dem einen Fischerdorf wart, irgendwie, wenn man sich das jetzt auch nochmal irgendwie vor Augen führt, das hätte man auch nochmal aufgreifen können vielleicht, ne? Mit den geliehenen Flügeln. Aber das hat Zitaril ja heute in eigenen Worten auch ganz, ganz gut gemacht. Ja, cool. Somit ist das jetzt erstmal zu Ende hier. Der Donnerstagsslot an dieser Stelle, den wir jetzt hier gerade bespielen, der wird auch, ihr hört es gerade, wegen dem kleinen Mann hier, auch erstmal frei bleiben, damit ich mich um den kümmern kann. Und sobald es wieder möglich ist, spiele ich auch donnerstags wieder für euch irgendwas Cooles. Vielleicht wieder Engel, vielleicht irgendwas anderes. Aber ich denke, in naher Zukunft wird das erstmal noch offen bleiben. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Ich mache noch einen kleinen Werbeblock. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel über Yamera, ist die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol. Da schaut ihr mal drauf. Da gibt es ganz viele andere Rollenspielgruppen, die ganz viel cooles Zeug machen. Yamera und Hotney erzählen euch jetzt kurz noch was über ihren Kanal. Ja, da kommt tatsächlich erst wieder was in knapp 2 Wochen. Da ist nämlich dann unsere Woche, in der ich eine Werwolf-Kampagne leite, die in St. Petersburg im Jahr 1994 spielt, die auch gerade sehr lustig ist, weil, es wird gerade ein bisschen mystisch und die Gruppe findet sich hoffentlich. Ich finde den mystischen Teil, der gerade bespielt wird, immer sehr schön. Und mittwochs ist dann die Wechselballkampagne von Yamera, in der es auch ein bisschen in eine andere Zeit gesetzt ist, und zwar 1707. Die Wechselbälger, die viel zu wenig Glamour zur Verfügung haben, beziehungsweise bald zur Verfügung haben, wenn wir von dieser Insel runter sind. Genau, und ich würde was anteasern, nämlich für November versuche ich auf diesem Wochenblock, also die Donnerstage in den geraden Wochen, ein bisschen Ersatz reinzubringen. Da habe ich Lokis Vibe und Feder mit von der Partie und dazu Sonja und Tagu, die ihr vielleicht auch schon von anderen Kanälen kennt. Da könnt ihr dann also auch bei Katze und Wolf vorbeigucken und schauen, was wir in Siebte See in Wodatsche anstellen und welchen Plot wir dort verfolgen. Charakterbau wird dafür im Oktober sein und im November wollen wir dann da starten mit 3 bis 5 Sessions werden es vermutlich. Oh, ihr setzt euch selber ein Ziel, das ist aber ungewöhnlich. Es ist kein One-Shot mehr. Richtig, One-Shot. Das Wort nicht mehr, Hotney schafft das ab und zu noch, ich nicht. Deswegen One-Shot im klassischen griechischen Stil.
5 Akte. Okay, genau. Genau, es wird eine reine Frauenrunde, da bin ich sehr gespannt. Das erste Mal, dass ich nur mit Mädels am Tisch spiele. Ja, Katze und Wolf Mädelsabend. Kannst du so bewerben, ja. Sozusagen. Also eher Katze, Katze ohne Wolf. Ohne Wolf, ja. Katze ohne Wolf Mädelsabend. Das wird das erste Mal sein, dass ich eine Runde ohne Hotney mache. Gott. Aber das habe ich trotzdem neben dir, wenn du leitest. Ja, über die Technik. Ja, ich muss ja die Technik über. Ah, komm, ja, der Hotney hat auch schon mal ohne dich gespielt, dann darfst du das auch mal ohne ihn machen. Genau. Es wird cool, ich freue mich drauf. Deswegen ja. Teaser. Also habt ihr ab November habt ihr dann ordentlich Ersatz, auch wenn hier auf dem Kanal nichts mehr läuft. Alle rübergehen zu Katze und Wolf. Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Follow da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Ganz viel Liebe auf jeden Fall da lassen. Das ist immer ganz wichtig. Und Kommentare, ganz genau. Das gehört dazu, glaube ich. Und Kuchen, wenn ihr habt. Ja, gut. Und außerdem noch bei Feder vorbeischauen. Ja, bei mir geht es am 1. Oktober auf dem Kanal weiter mit Wechselbike, nachdem das letzte Mal wegen Krankheit spontan leider ausgefallen ist. War doof. Aber wir versuchen uns im Moment auf so einen semi-regelmäßigen Termin einzupendeln, nämlich entweder immer der erste oder vierte Donnerstag im Monat. Je nachdem, wie die anderen Runden alternieren. Also hoffen wir, dass wir dann mindestens einmal pro Monat Wechselbike spielen. Drückt uns die Daumen. Also auch hier eine traumhafte Rollenspielkampagne zu erleben auf Feders Kanal. Außerdem sieht man bei Feder hin und wieder mal so einzelne kleine Videos auf ihrem YouTube-Kanal, so mit, die ein bisschen was mit Basteln und Zeichnen und ja, mit Zusammenschnitten und Kurzgeschichten aus anderen Runden zu tun haben. Also auch da immer ganz cool, sich da reinzuknien. Ja, die nächste steht in den Startlöchern. Aber die ist im Moment dafür gedacht, um eventuell ausfallende Slots in den kommenden Wochen zu decken, für den Fall, dass es soweit kommt. Ja, Loki's Vibe hat leider keinen eigenen Kanal, kann ich also nicht bewerben hier. D-Rex hat zwar einen, aber da ist momentan noch ein, gibt's da irgendwie eine Planung? Weiß ich nicht. Ja, da gibt's tatsächlich eine Planung. Es gibt sogar schon Termine. Und zwar geht es auf meinem Kanal im Oktober weiter. Am 24. und wenn nötig 31. Oktober habe ich mir ein paar wackere Hexenjäger zusammengesucht für Hexen 1733. Ja, cool. Ein Hexen- und Hexenjäger-Setting. Also auch da schön einmal kurz vorbeischauen, wenn euch da sowas interessiert. Bin gespannt, wenn es bei dir da wieder was Neues zu Hexen gibt. Ich glaube, du bist auch so einer der wenigen, die dieses System auch irgendwie als Stream irgendwie anbieten oder angeboten haben bisher. Ich glaube auch, ja. Also unbedingt reinschauen, weil das System ist nämlich ziemlich kampflastig, glaube ich. Ja. Und daher auch sehr, sehr cool. Und wenn ihr wissen wollt, was Hexenjäger mit Hexen machen in dieser mittelalterlichen Welt, dann schaut da rein beim D-Rex. Ja, hier geht's auf meinem Kanal geht's weiter am Sonntag mit einer neuen Runde aus der Vampire The Masquerade V5 Welt. Und naja, da guckt ihr dann auch mal vorbei, hoffentlich. Ja, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns hoffentlich bald irgendwo wieder. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.